Dinin Duurden erreichte das heruntergekommene Anwesen an der einsam gelegenen Westseite Menzoberranzans, der großen Stadt der Dunkelelfen, tief unter der Oberfläche der vergessenen Reiche. Im fahlen Schein des Narbondels, einer magischen Säule in der Mitte der Stadt, die den Wechsel von Tag und Nacht anzeigte, erschienen die alten Mauern des einst prächtigen Hauses in einem traurigen Licht. Das Haus Duurden. Tausend Jahre bist du von deinem alten Glanz entfernt. Der düstere Drow-Kämpfer zog seinen Mantel fester um die Schultern und betrat die verlassenen Hallen, die noch Jahrzehnte nach ihrem Untergang nach Tod und Verderben rochen. Kommt herein, Dinin, mein Kalabil. Ihr habt mich viel zu lange warten lassen. Im Halbdunkel der Empfangshalle saß Jarlaxle, gefürchteter Anführer der einflussreichen Söldnertruppe Breganda Erte, die am Überfall auf das Haus Duurden maßgeblich beteiligt gewesen war. Über dem kahlen, von Narben zerfurchten Schädel des Söldners war eine rote Augenklappe gespannt. Das andere, fast weißliche Auge fixierte Dinin mit undurchschaubarer Gelassenheit. Warum habt ihr mich gerufen? Ah, mein Kalabil, ihr kommt immer direkt zur Sache. Das ist eine Qualität, die ich an euch schätze. Ihr seid ein schlechter Lügner. Weshalb habt ihr mich herbestellt? Der Angriff auf das Haus Vandré ist vorbereitet. Wir könnten zuschlagen. Vergesst Vandré, mein Freund. Ich habe mittlerweile einen viel wichtigeren Auftrag für euch. Ihr meint... Ganz recht, eure Schwester. Eine Steinplatte hatte sich in der Wand geöffnet und spie eine furchteinflößende Gestalt in den Raum. Vierna Duurden, eine der mächtigsten und grausamsten Drow-Frauen Menzoberranzans. Sie trug ein rötlich-schwarz schimmerndes Gewand, verziert mit dem Spinnen- und Waffenmuster des Hauses Duurden. Ihr tragt die Robe der Hohepriesterin. Damit riskiert ihr... Schweigt, Dinin! Jämmerlicher Wicht von einem Mann! Erschrocken wich mein Bruder Dinin vor unserer grausamen Schwester zurück. Ihr Blick verriet ihm, dass sie sich am Rande des Wahnsinns befand. Ich habe die Gunst von Lord wiedererlangt. Die Spinnenkönigin hat mir den Weg gezeigt. Vierna war immer ruhig und tolerant gewesen. Doch nach dem plötzlichen Ende ihrer eigenen Familie, die den gnadenlosen Ränken der Dunkelelfengesellschaft zum Opfer gefallen war, hatte sie viele Stunden verzweifelt zu ihrer gnadenlosen Gottheit betend verbracht. Drist. Ah, ich erinnere mich. Euer Bruder. Er ist nicht mein Bruder! Verräter am Haus Duurden! Verräter an allen Drow! Durch das Opfer von Drist werde ich Lords Gunst wiedererlangen. Werde ich erneut... Ihr klingt wie die oberen Malis. Auch sie begann eine Jagd auf unseren Bruder. Ihr erinnert euch doch an die oberen Malis, Vierna. Mit Genugtuung erkannten die beiden Männer, wie Vierna durch diesen Namen tatsächlich wieder zur Besinnung zu kommen schien. Malis, unsere Mutter und die Oberin des Hauses Duurden, war letztendlich vernichtet worden, weil sie versagt hatte, mich zu töten. Ob ich mich erinnere? Ob ich mich erinnere? Nun, Dinin, ein Kalabil. Ihr versteht, warum ich euch hergerufen habe. Ihr wünscht, dass ich sie töte, bevor sie zum Problem wird? Was sprecht ihr da? Mishia! Auf die Knie, jämmerlicher Lakai! Wie ihr befehlt. Die mächtige Priesterin hatte Dinin wie einen leblosen Strohsack gegen die Wand geschleudert und ihn, Kraft ihrer Gedanken, in die Knie gezwungen. In ihren Augen loderte jetzt der pure Wahnsinn. Wenn ihr gegen mich seid, verliert ihr Lost Gunst. Und mit der Macht von Lost Segnungen für meine Zauber und Flüche seid ihr mir hilflos ausgeliefert. Das Letzte, was wir über Drist hörten, besagte, dass er sich auf der Oberfläche befindet. Allen Berichten zufolge ist er immer noch dort. Das ist er. Oh ja. Denn Loth hat mir den Weg zu ihm gezeigt. Ich weiß, wo sich Drist verborgen hält. Und glaub mir, ich werde ihn finden. Ich werde ihn finden. Fast drei Jahrzehnte waren vergangen, seit ich mein Heimatland verlassen hatte.
Ein kurzer Zeitabschnitt für einen Drow-Elfen, aber eine Periode, die mir wie eine ganze Lebensspanne erschien. Alles, wonach es mich immer verlangt hatte, als ich die dunklen Höhlen von Menzoberranzan verließ, war eine wahrhafte Heimat gewesen. Ein Ort der Freundschaft und des Friedens. Und obschon ich all dies an der Seite des Zwergenkönigs Broenor Heldenhammer in den unterirdischen Stollen von Mithrilhalle gefunden hatte und so großartige Gefährten wie Kati Bri, Wulfgar und Regis meine Freunde nennen durfte, sehnte ich mich doch immer noch nach etwas anderem. Dem Gefühl des Windes, der einem um den Kopf streicht, wenn man eine Straße beschreitet, von der man nicht weiß, wo sie enden wird. Da bist du ja, Dristo Orden. Oh. Wie ist es dir in Silbrigmond ergangen? Ich war gerade von einer meiner zahllosen Reisen zurückgekehrt, als mich im Morgengrauen Kati Bri, das menschliche Adoptivkind Broenors, an den südlichen Ausläufen des Grats der Welt willkommen hieß. Wunderschöne junge Frau lachte mich an und ihre kastanienbraunen Locken tanzten im Wind. Ihre tiefblauen Augen glänzten wie Edelsteine in reinem Morgenlicht. Komm, setz dich zu mir. Siehst du dir oft an, wie die Sonne aufgeht? Ich habe die Morgendämmerung seit meinen ersten Tagen an der Oberfläche beobachtet. Es steht fest, dass du in das Sonnenlicht gehörst, Dristo Orden. Ebenso sehr wie jedes Mitglied irgendeiner anderen Rasse. Ich bin die letzten Tage oft gekommen, um nach dir Ausschau zu halten. Hast du mir etwas mitzuteilen? Ich werde es dir nicht verzeihen, wenn du meiner Hochzeit fernbleibst. Wie kannst du auch nur einen Moment lang zweifeln, dass ich nicht daran teilnehmen werde, selbst wenn alle Trolle des ewigen Moores zwischen mir und der Zeremonie stünden? Kati Bri, ist alles in Ordnung? Natürlich. Ich hatte keine andere Antwort erwartet. Ich blickte in die Augen meiner schönen Gefährtin und las ein unendliches Bedauern. Was waren diese weiblichen Geschöpfe doch sonderbar? Las ich dort Zweifel an ihrer Liebe zu Wulfgar, dem mächtigen Barbaren, der uns auf so vielen abenteuerlichen Reisen als treuer Freund begleitet hatte und den Kati Bri in wenigen Wochen heiraten würde? Oder war es einfach nur die Angst vor den neuen Aufgaben, der Hochzeit auf meine Freundin zukommen würden? Was auch immer mir da aus der Tiefe ihrer Seele entgegenblickte, es sagte mir deutlich, dass schwierige Zeiten auf uns zukommen würden. Ihr habt dem Menschen unser Geschenk überbracht, ja, Laxle, mein treuer Söldnerführer? Genau wie ihr befohlen habt, Vierna. Der Mensch hat den Ohrring erhalten. Meine grausame Schwester Vierna stand in dem geheimen Hauptquartier der Söldner und hielt ein flaches, scheibenförmiges Objekt in die Luft, welches mit magischen Zeichen beschrieben war. Es ist kalt. Also hat sich unser Spion bereits weit von Menzoberranzan entfernt. Hoffen wir, dass sich der Mensch als ein so wertvoller Informant herausstellt, wie ihr glaubt, liebe Schwester. Was wollt ihr damit sagen, Dinin? Nun, er ist nur ein Mensch. Was kann er uns schon nützen? Los, selbst hat mich zu ihm geführt. Los, die mir den Weg zeigte, wie die Ehre meiner Familie wiederhergestellt werden kann. Zweifelt ihr etwa an unserer mächtigen Gottheit? Wir bezweifeln gar nichts. Die Goblins dort unten werden bald Kontakt mit den gierigen Zwergen aufnehmen. Meine Späher sind bereits auf ihren Posten. Wenn euer Bruder bei der unvermeidlichen Schlacht auftaucht, werden wir es erfahren. Ich hoffe nur, dass die Goblins Drist nicht töten. Niemals! Wir wissen, dass mehr als 1000 Zwerge diesen Komplex bewohnen. Vielleicht sogar 2 oder 3-mal so viel. Der Goblins-Stamm wird zermalmt werden. Aber die Zwerge und ihre Verbündeten werden einige Verluste erleiden. Nicht Drist! Kein Goblin wird Drist töten. Keine Goblin-Waffe könnte auch nur in die Nähe seines Körpers gelangen. Seht ihr ja, Laxle. Es wird alles so kommen, wie ich vorausgesagt habe. Haltet euch für weitere Befehle bereit. Ihr hättet dies alles gern hinter euch, nicht wahr, mein Freund? Ihr musstet euch meinem Bruder Drist noch nicht stellen. Er ist nicht von dieser Welt. Furcht, Kalabir? Ihr solltet auch eure Schwester fürchten. Sollte ich? Ja? Sie ist nur Schatten und Rauch gegen meinen Bruder. Er ist ein Dämon. Aber das werdet ihr sicher bald selbst herausfinden, Jalaxle. Ich bin immer für etwas Amüsement zu haben, mein lieber Dinin. Aber kommt, wir sollten die Nerven eurer Schwester nicht unnötig reizen. Es gibt noch einiges zu tun.
Da ist er ja, unser herumstreichender Dunkelelf. Ich hab dir doch gesagt, dass er pünktlich zu deiner Hochzeit zurückkehrt, Gatifri. Ich grüße dich, König Broenor von Mithrilhalle. Was sollen diese Formalitäten? An meine Brust, du Landstreicher! Eigentlich hatten wir mit dir nicht mehr gerechnet. Ich hoffe, dass noch ein Platz frei ist. Ich weiß, ich habe deine Schelte verdient, Wolfgar. Ich bin in letzter Zeit häufig fort gewesen. Was ich auch tue, die Straße ruft mich immer wieder zu sich. Ich habe euch doch gesagt, dass er zurückkommt. Und diesmal bleibt er auch hier. Sag, jagst du immer noch den Meuchelmörder-Elf? Broenor spielte auf Artemis Entreri an, meinen größten Feind. Einen herzlosen Mörder, der mit der Klinge ebenso gewandt wie ich war und besessen von der Idee, mich im Kampf zu bezwingen. Der Meuchelmörder gehört der Vergangenheit an. Ich hege keinen Groll mehr gegen ihn. Es gibt vieles in allen Welten, teurer Zwerg, das man aus den Schatten heraus nicht sehen kann. Viele Klänge, die angenehmer sind als das Waffengeklirr, und viele Düfte, die dem Gestank des Todes vorzuziehen sind. Aha! Ein weiteres Fest also. Und ein weiterer Gast. Regis. Knobau! Euer Regis ist wieder da. Meine Freunde. Was in den neuen Höhlen bringt dich von Kalimhafen hierher? Hast du dort nicht deine Diebesgilde zu leiten? Glaubst du etwa, dass ich mir die Hochzeit von Katibri und Wulfgar entgehen lasse? Die Hochzeit meiner besten Freunde! Broenor und ich wechselten einen fragenden Blick. Mir war sofort klar, dass der sonst so faule Halbling die mehr als 2000 Meilen nicht einfach so auf sich genommen hatte. Es musste noch einen anderen Grund geben. Oh, wo sind denn deine Diener? Bist du etwa allein gekommen? Ja. Ja, in der Tat. Die Südländer vertragen die Kälte des nördlichen Frühlings nicht so gut, wisst ihr? Der Kleine hat ein bisschen viel von seinem Schatz am Gürtel hängen, will ich meinen. Mhm. Er ist auf der Flucht. Wieder einmal. Na schön, Knobauch. Die Wachen werden hier dann... Mein König, ich bin soeben aus den untersten Stollen zurückgekehrt. Dagna, mein Feldherr. Was weißt du von dort zu berichten? Ärger oder ein Schatz? Mithril? Der Tunnel hinter der versiegelten Türe führt zu einem gänzlich neuen Komplex, der reich an Erz ist. Die Legende, dass eure Nase Schätze riechen kann, wird einmal mehr bestätigt, mein König. Doch es gibt auch schlechte Neuigkeiten. Schlechte Neuigkeiten? Goblins. Ein ziemlich großer Stamm. Es könnten Hunderte sein. Oh, Hunderte von Goblins also? Ich weiß, wo das Leuchten in deinen blau-violetten Augen herrührt, Elf. Wie kommen diese Wichte dorthin? Oh, sie wohnen schon eine ganze Weile in den unteren Gebieten. Bereits mein Vater hat von ihnen gesprochen. Das heißt, es gibt Krieg. Das heißt, es gibt ein kleines Spielchen. Also schön. Aber zunächst wäre ich dankbar, wenn ihr mir den Weg zum Speisesaal zeigen könntet. Nichts da, du Fifras. Wir ziehen in die Schlacht. Zusammen. Bei meinen Augen. Ihr beide seid aber sehr darauf aus, eure Messer zu wetzen. Darauf kannst du wetten. Ihr habt ein paar Goblins, die niemanden stören, in ihrem eigenen Loch gefunden und plant, sie abzuschlachten? Frau, sprich nicht, ohne zu denken. Das Schmunzeln auf meinem Gesicht verschwand blitzschnell, als ich die zornige Miene des riesenhaften Barbaren wahrnahm. Alle sahen bestürzt zu Wulfgar. Lediglich Katibri ignorierte ihn vollkommen. Woher, mein Vater, willst du wissen, ob die Goblins etwas Unrechtes im Schilde führen? Oder kümmert dich das gar nicht? In diesem Tunnel gibt es Mithril. Und nicht zu knapp. Ah, also ist es das Mithril der Goblins. Dem Recht nach. Denn es sind ihre Heimatgebiete. Nicht mehr lange. Das steht fest. Der Kampf ist für euch alle wichtiger als jeder Schatz, den es zu erbeuten gilt. Ihr würdet euch auch auf die Goblins stürzen, wenn es in diesem Tunnel nur wertlose Steine gäbe. Es sind Goblins. War es nicht ein Goblin-Überfall, durch den deine Eltern getötet wurden? Richtig. Und wenn ich jemals diesen Stamm finde, werden sie für ihre Tat bezahlen. Aber haben diese hier nicht das Recht auf ein faires Urteil? Goblins sind Goblins. Ach ja? Und Dunkelelfen sind also auch Dunkelelfen? Was soll dieses Gerede, Katibri? Wenn ein Dunkelelf in deinen Tunneln herumliefe, würdest du ihn dann auch niedermetzeln, Broenor? Und wenn dieser Dunkelelf Dristo Orden hieße, wer würde dann neben dir sitzen und geduldig deinen stolzen Prahlereien lauschen? Wie kannst du es wagen, so mit... Lass gut sein, Junge!
Bringt ihm etwas Bier, damit sein Gemüt abkühlt. Nun gut, Katebri, du hast recht. Den wohlgesetzten Worten unserer weißen jungen Freundin nach müssen wir den Goblins zumindest die Möglichkeit gewähren, ihr Vorhaben zu erklären. Bevor wir sie dann niedermachen. Sie hat doch keine Ahnung von solchen Dingen. Sofort kehrte die angespannte Stille zwischen uns zurück und ich bedachte Wolfgang mit einem Blick, der bedrohlicher war als jeder andere, der jemals zwischen uns ausgetauscht wurde. Katibri sah Wolfgang mit schmerzerfülltem Gesicht an, bis dieser ihrem Blick nicht länger standhalten konnte. Als der Barbar schließlich wütend den Raum verließ, wurde mir bewusst, dass dieser besondere Zwischenfall nicht ohne Folgen bleiben würde. Wenig später lehnte ich in einem Korridor vor Katibris Zimmer und verfolgte, wie sich die beiden heftig stritten. Seit sie sich das Versprechen gegeben hatten, war der junge Krieger immer besitzergreifender geworden und behandelte unsere Gefährtin, die uns in zahlreichen Kämpfen tapferer als jeder Mann zur Seite gestanden hatte, wie ein unreifes Mündel. Du weißt ganz genau, dass ich kämpfen kann. Du gehst nicht mit. Es wird einen Kampf geben. Trotz deiner Versuche, ihn zu vermeiden. Es sind Goblins. Sie werden nicht mit uns verhandeln. Wenn es einen Kampf gibt, wirst du mich dabei haben wollen. Du bleibst hier und wartest. Ich dulde keine Widerrede. Als der aufgebrachte junge Barbar wenig später in sein Zimmer zurückkehrte, wartete ich dort bereits auf ihn. Trist. Du hier? Schick Bruenor nach mir. Ich bin nicht wegen Bruenor gekommen, sondern wegen Katibri. Ich weiß, dass sie sich mit dir getroffen hat, draußen auf dem Weg, bevor du hergekommen bist. Ich weiß, dass sie jeden Tag dort auf dich gewartet hat. Warum sollte es dich kümmern, wenn ich mich mit Katibri treffe? Was in den neuen Höllen ist los mit dir? Regis hat es mir erzählt. Wie kannst du es wagen? Sie ist meine... Ich wage was? Du sprichst von Katibri, als wäre sie dein Eigentum. Als wäre sie eine Trophäe, die man sich an die Wand hängt. Du gehst zu weit, Dristo-Urden! Und du bläst dich auf wie ein betrunkener Ork. Bevor ich noch recht verstand, was überhaupt vor sich ging, hatte sich der mächtige Krieger mit einem heftigen Schlag seines Kriegshammers auf mich geworfen. Du sprichst zu mir wie ein Vater mit seinem Kind! Nie hatte ich ein solch wütendes Feuer in den Augen des Barbaren gesehen, nie eine solche Verzweiflung. Wulfgar kam aus einem Stamm, in dem die Männer herrschten und in dem Frauen das taten, was ihnen befohlen wurde. Offenbar fiel es ihm jetzt, kurz vor der Heirat, schwer, die alten Regeln seiner Herkunft abzuschütteln. Halt ein! Ich verstehe deinen Unmut, Wulfgar. Doch eins solltest du bedenken. Wenn du die Feuer in Katibri auslöschst, wirst du damit all das auslöschen, wodurch du dich einst zu ihr hingezogen fühltest. All das, was du liebtest. Und was wir alle an ihr lieben. Verlasse diesen Raum, bevor etwas Schreckliches passiert. Was gesagt werden musste, war gesagt. Und da Wulfgars Tonfall keinen Zweifel daran aufkommen ließ, dass seiner Drohung Taten folgen würden, verließ ich ohne ein weiteres Wort das Zimmer. Bruenors Streitmacht von einigen hundert schwer bewaffneten Zwergen schob sich durch die dunklen Tunnel der unteren Ebenen von Mithril-Halle. An der Spitze marschierte der Zwergenkönig selbst, flankiert von mir und Regis, der nur mühsam Schritt halten konnte. Wulfgar und Katibri, welche beide angespannt schwiegen, und Gwenibar, meinem treuen Begleiter, dem schwarzen Panther aus der Astralebene. Heimlichkeit war nie eine Stärke der Zwerge. Kann man so sagen. Mit Sicherheit haben sich die Goblins bereits überall postiert und warten nur darauf, dass wir blind wie die Fliegen in ihre Falle tappen. Aus einem der Seitentunnel stieß Bruenors Feldherr Dagnar zu uns, der etwa 300 Elitekämpfer hinter sich versammelt hatte. Wir sind soweit. Die Goblins befinden sich 1000 Fuß weiter vorne in einer großen Höhle, mein König. Sehr schön. Ihr werdet die Flanken bewachen. Schickt Kobbel den Magier und seine Truppen auf die Hinterseite der Höhle, wo sie auf ein Signal von mir warten sollen. Kommt, Männer! Lasst uns mit den kleinen Kriechern reden! Wenige Augenblicke später betrat unsere Streitmacht eine etwas erhöhte Plattform in einer riesigen Tropfsteinhöhle, wo einige Dutzend Goblins bereits auf uns warteten.
ganze Plattform ist eine Falle. Ganz offensichtlich. Warum sonst sollten die Goblins die sichere Stellung hier oben aufgegeben haben? Ich werde mir die Angelegenheit mal von unten ansehen. Und ich werde mit diesem Ungeziefer ein kleines Schwätzchen halten. Wulfgar, Katibri, kommt mit und haltet mir den Rücken frei. Sehr erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Ich bin Bruenor, König von Mithrilhalle. Na, rede! Was werden Zwerge Galjak und seinen Tausenden anbieten? Tausende? Goblins können nur mit den Fingern zählen. Ich habe leider nicht viel Zeit und wünsche, mit Galjak persönlich zu sprechen. Welcher von euch Hunden ist das? Galjak hinten, bei anderen. Ja, dann geh und sag deinem Galjak, dass wir euch nicht zu töten brauchen. Mein Name ist Bruno Heldenhammer. Heldenhammer? Ach, du Zwergenkönig? Macht euch fertig, es geht gleich los. Zwerge, nix gut in Tunneln. Zwerge stinken. Zwerge tot! Zwerge sterben! Die Unterredung war beendet. Mit gezückten Waffen und wildem Geschrei stürzten die Zwerge in die Höhle. Ich war zuvor schon unauffällig von der Plattform geglitten und hatte darunter zwei Ettins, hässliche, doppelköpfige Riesen erblickt, die auf ihren Einsatz warteten. Jetzt wurden sie überraschend daran gehindert, als ich Gwenny war, mit wütendem Knurren in das Handgelenk des einen Ungeheuers verbiss. Ihr zwei solltet am besten gleich hier unten bleiben. Da! Fist übernimmt die Riesen! Mir nach zur Flanke! Während ich mit Gwenny war, die beiden doppelköpfigen Ettins bearbeitete, stürmte Bruenor, gefolgt von Wulfgar, Katibri und der Zwergenarmee vor und lieferte sich mit den chaotisch durcheinander wirbelnden Goblins ein wildes Gefecht. Auch Regis stürzte sich mit schwingender Keule so wagemutig ins Kampfgetümmel, dass ich meinen Augen nicht zu trauen glaubte, denn der Halbling war eher für einen großen Appetit, denn für übermäßigen Kampfesmut bekannt. Kommt her, ihr schleimigen Kreaturen! Ich werde euch lehren, mich herauszufordern! Hast du mich angespuckt? Ich werde dir zeigen, wie man deinesgleichen den Schädel spaltet! Nimm das! Während Wulfgar mit seinem mächtigen Kriegshammer die blassen Höhlenbewohner wie mageres Geflügel gegen die Wände der Höhle schmetterte und Katibri mit ihrem magischen Langbogen in die gegnerischen Reihen feuerte, stürmten aus einem anderen Zugang plötzlich vier weitere Ettins und schwangen wütend ihre Keulen. Verdammt, die stinkenden Riesen bekommen Verstärkung! Gebt acht! Aus! Kannst du nicht aufpassen, du tumpes Hemdvieh? Gwenivar, kümmere dich um die beiden Riesen zur Linken. Ich schnappe mir den anderen von hinten. Jetzt! Doch auf einmal waren die Zwerge in arger Bedrängnis. Die Goblins stürzten aus verschiedenen Schächten in die Höhle und das Gewirr auf dem Kampfplatz machte es Bruenor und seinen Mannen beinahe unmöglich, eine geordnete Formation einzunehmen. Das Käfer mich vor! Sperrt den südlichen Ausgang! Doch da tauchte endlich Dagnar, Bruenors Heerführer, mit seinen Elitesoldaten auf und schlug einen Keil in die feindlichen Formation. Die Goblins starben in Scharen und als auch drei der fünf Riesen gefallen waren, ergriffen sie nach und nach die Flucht. Wir nach, tapfere Krieger, macht sie nieder für unseren König Bruenor! Sie wollen sich aus dem Staub machen! Komm, Gwenivar, wir schneiden ihnen den Fluchtweg ab. Doch das war schon nicht mehr nötig. Denn in den südlichen Tunneln hatte sich Bruenors Haus- und Hofmagier Kobbel mit einigen Leuten verschanzt und wartete mit magischen Explosionen auf die armen Goblins, die in einem Regen aus Fleisch und Knochenfetzen vergingen. Verdammt! Lass doch noch welche für mich übrig! Zur Streitaxt! Bruenor stürmte in einen weiteren Seitengang, in dem einige seiner Männer eine riesige steinerne Walze errichtet hatten, welche gerade so breit war, dass sie exakt in die Tunnel passte. Ah, mein Goblin-Spielzeug. Jetzt wird's lustig. Und eins, zwei, drei.
Zwerge schoben unter erfreutem Gegröhle die steinerne Walze durch die Tunnel und hinter den panisch flüchtenden Goblins her. Einer nach dem anderen wurde von dem unbarmherzigen Gefährt zermalmt und zurück blieb nur ein undefinierbarer Brei aus Gedärm und Knochenmehl. Es dauerte keine halbe Stunde und Garyaks Armee war besiegt. Der Kampf um die unteren Ebenen beendet. Was die siegestrunkenen Zwerge aber nicht wussten, war, dass sie trotz allem in die Falle gegangen waren, dass ihr Sieg alles andere als ein Sieg gewesen war. Denn die ganze Schlacht über hatten finstere Späher der Dunkelelfen in den dunklen Spalten der Höhlendecke geschwebt und die Kampftaktik der Zwerge genauestens beobachtet. Nun würden sie zu ihrer Herrin zurückkehren, die den Bericht schon sehnsüchtig erwartete. Beobachtete jede Bewegung von Vierna und sah zu, wie sie die präzisen Rituale absolvierte, um die Spinnenkönigin zu ehren. Mein Bruder war weiterhin ein Anhänger der dunklen Göttin Loth und hatte freiwillig zugestimmt, Vierna an diesem Tag zu ihren Gebeten zu begleiten. Aber in Wahrheit hielt der Drow das Ganze für sinnlos. Er sah in seiner Schwester nur ein lächerliches Zerrbild ihres früheren Selbst. Ihr solltet nicht so zweifeln sein, Dinin. Aber was ist der Zweck des Ganzen? Wir stehen nicht mehr in Loths Gunst. Auch wenn er glaubte, dass sie in ihrem Wahn gefangen war, war sie doch als Frau größer als die männlichen Drow und mit magischer Energie gesegnet. Sie schien seine Gedanken lesen zu können und zog mit einem zufriedenen Grinsen eine fünfgliedrige Peitsche hervor, deren Köpfe lebende Schlangen waren. Loth erlaubt nur ihren Hohepriesterinnen, diese Peitsche zu tragen. Aber wir haben die Gunst verloren. Dummkopf, was meint ihr, warum ich diese Peitsche besitze? Und warum jagen wir dann Drizzt? Ihr steht wieder in Loths Gunst. Warum sollen wir alles riskieren, indem wir unseren verräterischen Bruder verfolgen? So habe ich die Gunst wiedererlangt. Unsere Familie fiel durch die Schwäche unserer Mutter. Malice versagte bei der wichtigsten Aufgabe, die ihr Loth jemals gab. Drizzt zu töten? Ganz genau, Drizzt zu töten. Den elenden, verräterischen Drizzt. Ich habe Loth sein Herz versprochen. Ihr versprochen, dass ich den Fehler in der Familie wieder gut machen werde. Auf dass wir, ihr und ich, wieder die Gunst der Göttin erlangen mögen. Aber zu welchem Zweck? Unser Haus existiert nicht mehr. Der Name Do-Urden darf nirgends in der Stadt jemals wieder ausgesprochen werden. Ihr werdet eine hohe Priesterin Loths ohne eigenes Haus sein. Aber das werde ich. Ich bin ebenso wie ihr die überlebende Adlige eines vernichteten Hauses. Wir haben das Recht der Anklage. Anklage? Habt ihr vergessen, welches Haus es war, das unser eigenes vernichtet hat? Dadurch wird es umso süßer. Ba'enre? Das erste Haus von Menzo Beranzan? Ihr könnt nicht gegen Ba'enre sprechen. Kein Haus würde es wagen, gegen die Oberin Ba'enre vorzugehen. Sie kontrolliert schließlich... Ihr seid ein Mann und könnt Loths Schönheit nicht verstehen. Unsere Göttin ernährt sich vom Chaos und genießt diese Situation. Umso mehr, dass so viele Ironien darin wüten. Oberin Ba'enre ist alt, mein Bruder. Ihre Zeit ist schon lange überschritten. Wenn Drizzt tot ist, wie es die Spinnenkönigin verlangt, wird man mir eine Audienz im Haus Ba'enre gewähren, bei der ich die Anklage erheben werde. Damit wir an Ba'enres Goblinsklaven verfüttert werden? Schweig, Elender! Oberin Ba'enres eigene Töchter werden sie hinausdrängen, damit ihr Haus nicht die Gunst der Spinnenkönigin verliert. Um das zu erreichen, müssen sie mich um eine Allianz bitten, durch welche ich schließlich die ganze Macht erlangen werde. Die ganze Macht. Dinin erkannte mit Grauen, dass seine Schwester vollkommen wahnsinnig geworden war. Sie war eine willkommene Spielfigur in Loths tödlichen Ränken und ihr Geist bereits zerfressen vom süßlichen Duft der Macht. Hat Loth euch dies versprochen? Durch Triel, der ältesten Tochter von Oberin Ba'enre und leitenden Oberin der Akademie.
In meinem Gefolge gibt es keinen Platz für Ungläubige, mein Bruder. Euer Gefolge? Die Söldnertruppe Brigand der Erde ist nichts als ein Werkzeug, das mir gewährt wurde, damit ich der Göttin Vergnügen bereiten kann. Ihr seid wahnsinnig. Ihr werdet diese gotteslästerlichen Worte bereuen, wenn unser verräterischer Driss Loth übergeben worden ist. Ihr werdet niemals in die Nähe unseres Bruders gelangen. Und ich werde euch nicht an die Oberfläche begleiten. Nicht gegen diesen Dämon. Er ist mächtig und stärker, als ihr euch vorstellen könnt. Elender. Ihr habt nicht gegen ihn gekämpft. Ihr wisst nicht, welche Fähigkeiten er besitzt. Er ist weit mächtiger als ihr, die ihr... Mächtiger? Kommt mit mir, zweifelnde Dinge. Kommt und seht euch an, wie mächtig eine hohe Priesterin unserer Spinnenkönigin wirklich ist. Dinin wurde von Viernas magischen Fähigkeiten in die Höhe gehoben. Er fuhr ein reißendes Gefühl in Kaskaden aus Schmerz durch seine Glieder. Als er an seinem zappelnden Körper nach unten blickte, sah er, wie lange schwarze Beine aus seiner Hüfte hervorbrachen. Sein Leib blähte sich, auf Brust und Rücken zerplatzten schwelende Blasen und gaben dicke Haare frei. Der ganze Unterleib verwandelte sich in den prallen Körper einer riesigen Spinne. Sein einstmals charaktervolles Gesicht war nur noch eine Maske, geschwollen und ausdruckslos, die Augen weiß und tot. Was sagt ihr nun, Dinin, mein kleinmütiger Bruder? Wer ist mächtiger? Folgt mir, auf dass wir unseren entflohenen Drist wieder einfangen. Ich werde die Gruppe aus Nespe nicht akzeptieren. Aber Zwergenkönig... Nein! Die Bogenschützen aus Nesme haben eine wichtige Rolle bei der Einnahme von Mithrilhalle gespielt. Proenor, wie kannst du ihre Gesandten so forsch abweisen? Hast du vergessen, wie dich die Hunde aus Nesme behandelt haben, als wir das erste Mal durch ihr Gebiet kamen? Natürlich nicht. Aber du bist nun ein König. Die Verantwortung für dein Volk liegt in der Diplomatie. Nesme wird ein wertvoller Handelspartner sein. Du bist so weichherzig, Elf. Na gut. Sollen diese Bastarde kommen? Ihr seid sehr großmütig, Zwergenkönig. Nun geht schon. Naja. 100 Sachen müssen erledigt werden, Elf. 100 Sachen. Verdammt, das auch noch. Du versuchst ja auch die Hochzeit deiner Tochter zu der großartigsten zu machen, die das Land je erlebt hat. Ja, das versuche ich in der Tat. Denn das verdient meine Katibri. Ich habe in all diesen Jahren versucht, ihr alles zu geben, was ich konnte, aber ich bin nun mal kein Mensch wie sie. Kein Mensch hätte ihr mehr geben können. Ja, aber es sind 100 verdammte Sachen. Der elende Knurrbauch hätte mir helfen können. Keiner versteht so viel von Etikette wie er. Aber meinst du, er hätte sich die Mühe gegeben? Er wirkt seltsam abwesend, nicht ganz er selbst, würde ich sagen. Aber du wirst das schon hinkriegen. Und Katibri wird es für die großartigste Feier halten, die jemals gegeben wurde. Du machst dir Sorgen um das Mädchen. Mehr um Wulfgar. Der Junge ist nur nervös. Wenn der Tag erst vorüber ist, wird er sich wieder beruhigen. Ich nickte, obwohl mich ganz andere Gedanken plagten. Wulfgars Benehmen ging weit über diese Entschuldigung hinaus. Das unberechenbare, herrschsüchtige Benehmen des Barbaren schien dem weisen Zwerg nicht entgangen zu sein, doch ich wusste, dass er sich ohne den ausdrücklichen Wunsch seiner Tochter niemals einmischen würde. Da bist du ja endlich. Wo bist du gewesen, du kleiner Gauner? Ja, ich habe gerade mal die erste Mahlzeit des Tages zu mir genommen. Das wird ja wohl noch gestattet sein, oder? Es ist keine Zeit zum Essen, Knoblauch. Wir müssen... Ich weiß. Noch 100 Sachen erledigen. Ja, da du so gerne ans Essen denkst, kannst du gleich mal aus diesen Rezepten die besten aussuchen. Bei dem Fest werden viele Menschen und Elfen anwesend sein. Gib ihnen etwas, das ihre empfindlichen Innereien verdauen können. Ich hätte wirklich gedacht, dass du einen besseren Zeremonienmeister abgeben würdest. Ich behielt die Bemerkung, dass uns Regis dafür umso tapferer im Kampf gegen die Goblins unterstützt hatte, für mich. Denn ich war mir sicher, dass ich bald eine Antwort auf die vielen offenen Fragen nach seinem plötzlichen Auftauchen und den neuen, ungeahnten Fähigkeiten unseres Halbling-Freundes erhalten würde. Ah.
Katibri stand derweil in der Kapelle auf einem Podest und ließ sich von Broenors Haus- und Hofmagier Kobbel einkleiden. Gerade als ich das Gewölbe betrat, reichte er ihr einen juwelengeschmückten Schutz. Niemals! Nicht für alles Mithril in Broenors Reich! Sei vernünftig! Dein Vater verlangt doch nichts Unmögliches von dir! Trist! Sag doch etwas! Sie wollen, dass ich einen zwergischen Schmiedeschutz trage? Einen verdammten Schmiedeschutz am Tag meiner Hochzeit? Es ist eine Heldenhammer-Tradition. Jede Zwergin wäre stolz, diese Kleidung zu tragen. Aber muss ich dich daran erinnern, werter Kobbel, dass Katibri keine Zwergin ist? Von Zwergenfrauen erwartet man vielleicht, dass sie den ganzen Tag in der Schmiede stehen. Ich habe noch nie einen Schmiedehammer gehalten. Sie ist Broenors Tochter. Sie hat die Pflicht, ihrem Vater Freude zu bereiten. In der Tat aber bedenke, dass sie keinen Zwerg heiratet. Katibri hat niemals in einer Schmiede gearbeitet. Es ist doch nur symbolisch. Oh ja, für Wolfgar besonders. Denn er hat den Hammer nur geschwungen, als er Broenor als Leibeigener dienen musste. Wir werden einen Kompromiss finden. Ich soll euch vom König noch ausrichten, dass er nach dem heiligen Wasser fragt. Und nach den Kosten dafür. Es ist zu kosten. Es muss gekostet werden. Der Met. Broenor will heute die Metfrage klären. Wir glauben, dass der dunkle Stoff für die weichbäuchige Sippe aus Silbrigmond zu stark sein wird. Es wird Zeit, dass ich das heilige Wasser zu unserem König bringe. Wir sind für heute fertig. Mhm. Katibri, aber glaube ja nicht, dass du in dieser Angelegenheit das letzte Wort gehabt hast. Ich kann nicht mehr. Ist es denn so schlimm? Es ist nicht das Kleidungsstück, das ich nicht mag, sondern seine Bedeutung. Meine Hochzeit ist in 2 Wochen. Ich fürchte, dass ich mein letztes Abenteuer und meinen letzten Kampf erlebt habe. Abgesehen von denen, die ich mit meinem eigenen Ehemann austragen muss. Das werden die Goblins überall in Feierruhen gerne hören. Du hast bei der Schlacht ebenso gut gekämpft wie alle anderen. Hast du etwa geglaubt, das könnte ich nicht? Hey, nicht so zornglühend. Ich habe doch nur versucht, dich ein wenig aufzumuntern. Ich fürchte mich bloß, glaube ich. Tut mir leid. Das verstehe ich, aber es wird sich alles zum Guten wenden. Es ist nicht meine Aufgabe, dir zu sagen, wie du dich fühlen solltest. Meine Bürde als dein Freund ist ebenso schwer, wie sie damals für dich in Kalimhafen war, als ich mich selbst verloren hatte. Ich sage dir jetzt nur dies. Der Weg, der vor dir liegt, teilt sich in viele Abzweigungen, aber du allein wählst den Pfad aus, dem du folgen willst. Um unser aller Willen, vor allem aber um deiner selbst Willen, bete ich, dass du deinen Weg sorgfältig auswählst. Ich beugte mich vor, strich Katibris Haar beiseite und küsste sie sanft auf die Wange. Dann verließ ich die Kapelle, ohne ein weiteres Mal zurückzublicken. Kobbels Karren war bereits zur Hälfte geleert, als ich wieder in die Audienzhalle trat. Broenor, Kobbel, Dagner, Wulfgar, Rigis und einige andere Zwerge stritten lauthals darüber, welcher Eimer des heiligen Wassers den besten, den weichsten Geschmack besäße. Argumente, die zu weiteren Geschmacksproben und schließlich zu weiteren Argumenten führten. Dieser hier, der ist am besten. Der taugt nur für Goblins. Als Maul und Kopf. Sag mir deine Meinung, Dunkelelf. Vielen Dank, mein König. Aber Bergquellen sind mehr nach meinem Geschmack als schwerer Met. Broenor schleuderte mir mit schaumtriefendem Bart den vollen Meteimer entgegen, doch ich wich mühelos aus, sodass das Gefäß an der Wand hinter mir zerbarst und das heilige Wasser über den Fußboden verschüttet wurde. Mein König! Mein König! Ein draller Zwerg in voller Rüstung betrat die Audienzhalle. Die Ernsthaftigkeit auf seinem Gesicht ließ die ausgelassene Stimmung im Saal verebben. 7 unserer Leute sind aus den neuen Bereichen nicht zurückgekehrt.
Sie lassen sich nur Zeit, das ist alles. Sie hätten bis zum morgigen Appell zurückgekehrt sein müssen. Das riecht nach Ärger. Ach, ha! In den Tunneln gibt es keine Goblins mehr. Unsere Truppen jagen dort unten jetzt nur noch nach Mithril. Sie haben eine Ader von dem Zeug gefunden, sage ich euch. Das lässt ein Zwerg alles vergessen, sogar den Morgenappell. Poenor sah mich fragend an. Ihm war meine Nachdenklichkeit nicht entgangen. Was sagst du, Elf? Ich glaube, dass du wahrscheinlich recht hast. Wahrscheinlich? Nun geh schon, Elf. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, ist er ohnehin nicht mehr zu überzeugen. Nimm deine verdammte Katze und such meine überfälligen Zwerge. Ich bin Wulfgar, Beornegas Sohn. Ich werde gehen. Nein, du bleibst hier und trinkst brav dein Met aus. Ach, und noch was, Elf. Nimm bitte Knoblauch mit. Er ist mir hier nicht mehr von Nutzen. Aber ich hab noch viel zu tun. Mach dich auf den Weg, Knoblauch. Tu das erste Mal, seit du zu uns geflohen bist. Und glaub ja nicht, ich wüsste nicht, dass du geflohen bist. Einmal etwas, worum ich dich bitte, ohne zu widersprechen und Ausflüchte zu machen. Die Ernsthaftigkeit in Bruenors grimmigen Worten erstaunte jedermann im Raum und ganz besonders Regis. Denn der Halbling erwiderte in untertänigster Ergebenheit kein Wort. Hab keine Angst, Regis. Bei uns bist du in guter Gesellschaft. Damit drückte ich dem Halbling die kleine Onyx-Figurine in die Hand, mit der man Gwenivar, den magischen Panther, beschwören konnte. Und zugleich erschien auf Regis Gesicht ein Ausdruck tiefer Dankbarkeit und Ruhe. Regis und ich waren lange schweigend nebeneinander hergegangen. Wir betraten gemeinsam die große Höhle der Zwergenschmiede, erreichten über eine schmale Brücke und zahlreiche steinerne Treppen den Fuß des Gewölbes und verließen es durch den westlichen Tunnel in Richtung der unteren Ebenen. Nach einer weiteren Stunde Fußmarsch erreichten wir den Wachraum, welcher Bruenors Reich von den unerforschten Gebieten abgrenzte. Wieder die 8 bei Avatar. Mir scheint, es hat heute Morgen ein Krieche in mein Frühstück gespuckt. Reich den Becher weiter und hör auf zu jammern. Seid gegrüßt. Wie ich hörte, vermisst ihr ein paar Männer. König Bruenor schickt uns, um nach ihnen zu suchen. So. Es ist kalt und zugig dort unten. Aber wenn ihr meint, wohl denn, wenn ihr wieder heraus wollt, klopft dreimal und dann zweimal. Drei und dann zwei. Verstanden. Komm, Regis. Ich zündete eine Fackel an und ging voraus in die unergründliche Dunkelheit. Ein kalter Windhauch kam uns entgegen und Regis hielt sich ängstlich hinter mir. Ich finde, wir sollten den Panther rufen. Eine gute Idee. Du hast die Statuette. Gwenivar. Gwenivar. Wir vermissen ein paar verschollene Zwerge. Such nach ihnen, los! Sofort schoss die schwarze Katze lautlos in die Dunkelheit davon. Regis und ich folgten ihr so schnell es die kurzen Beine des Halblings zuließen. Unterwegs trafen wir auf zahlreiche Goblin-Leichen, Überbleibsel unseres Kampfes vor wenigen Tagen, die von bleichen, riesenhaften Höhlenwürmern verspeist wurden. Das sind Kriecher, die Aasgeier der Unterwelt. Da sie so viel Nahrung um sich haben, werden sie uns wohl in Ruhe lassen. Aber es sind gefährliche Gegner. Bleib in meiner Nähe. Wir durchquerten das Gebiet vorsichtig und stießen in einen Tunnel vor, der sich in Schlaufen und Serpentinen in die Tiefe wand. Nach einigen Stunden stetigen Laufens kamen wir an eine große Kreuzung. Hört denn das nie auf? Diese Tunnel sind ja endlos. Ich kann nicht mehr. Wir können hier eine kurze Rast einlegen. Warum bist du weggelaufen, Regis? Ich? Was? Naja, also, die Hochzeit. Die Hochzeit. Ein guter Grund, aber kaum der einzige. Als wir dich das letzte Mal sahen, warst du Gildenmeister. Ganz Kalimhafen wartete darauf, von dir um sein Hab und Gut erleichtert zu werden. Nun gut, ich kann dir ja doch nichts verheimlichen. Ich habe die Gilde verloren.
kaum 2 Wochen, nachdem ihr Kall im Hafen verlassen hattet. Ich muss gestehen, diese Nachricht überrascht mich nicht. Dieser verdammte Artemis Entreri! Er hat die Gilde übernommen? Es war keine schwere Aufgabe für ihn. Sein Netzwerk reichte bis zu meinen vertrautesten Angestellten. Die Gilde ist in Entreris Händen besser aufgehoben. Er passt zu der doppelzüngigen Art dieser elenden Stadt. Ich dachte, du... Willst du nicht hingehen und... Entreri töten? Nein. Meine Auseinandersetzung mit dem Meuchelmörder ist beendet. Ich strebe schon lange nicht mehr danach, mit ihm zu kämpfen. Ich bemerkte, dass Regis über diese Information nicht gerade erfreut zu sein schien. Hatte er doch tatsächlich gehofft, ich würde ihm helfen, seine Macht in der Gilde wiederherzustellen und den Meuchelmörder ein für allemal zu beseitigen? Entreri denkt vielleicht nicht wie du. Was willst du damit sagen? Glaubst du, dass er dir in den Norden gefolgt ist, weil er noch immer die Rechnung mit mir begleichen möchte? Zweifle nicht daran, dass er dich immer hassen wird. Auf einmal verstand ich, warum der Halbling freiwillig mit mir in die unteren Ebenen gekommen war. Dass er mir bis hierher gefolgt war, konnte nur eines bedeuten. Du suchst Schutz bei mir. Nein. Vor ihm? Ja, das kann man so nun nicht sagen. Ich musste mühsam die aufsteigende Wut in mir unterdrücken, als auf Regis Gesicht ein verlegenes Grinsen erschien. Es wird Zeit. Wir müssen noch viele Meilen zurücklegen, bevor wir für die Nacht rasten können. Ich blickte nicht mehr zu Regis zurück, als ich meinen Weg durch die Tunnel fortsetzte. Sonst hätte ich wohl das zornige Lächeln in den Augen des Halblings wahrgenommen. Mittlerweile war meine rachsüchtige Schwester Vierna de Orden mit dem Söldnerführer Jarlaxle und 50 der besten Drow-Kämpfer des Hauses Baenre in den tieferen Ebenen von Mithrilhalle angekommen. Vierna saß auf dem unheimlichen, halb Drow, halb Spinne mutierten Dinin und strich nachdenklich über die flache, magische Scheibe, mit deren Hilfe sie mich zu finden hoffte. Und, werte Vierna, ist die Scheibe schön warm? Mein Bruder ist nicht mehr fern. Jedenfalls weisen die zermalmten Goblins in den Gängen darauf hin, dass hier eine Schlacht stattgefunden hat. Die Zwerge waren also auf jeden Fall hier. Und er ist es auch. Nicht fern. Ich weiß es. Seid ihr sicher, dass ihn unser Verbindungsmann nicht töten wird, bevor wir ihn finden? Wir können diesem Verbündeten vertrauen. Los hat es mir versichert. Weiter! Jarlaxle dachte darüber nach, dass jede Diskussion mit seiner wahnsinnigen Herrin so endete. Es war immer Loth, die irgendetwas vorhergesehen oder vorausbestimmt hatte. Doch war ihm nicht gerade wohl bei dem Gedanken, den Weisungen einer Gottheit zu folgen, deren einziges Sehnen in der Erzeugung von Leid, Qual und Chaos lag und die seinem Freund und Gefährten Dinin in einen Drieder, ein lebloses und aufgedunsenes Spinnenmonster, verwandelt hatte. Soll ich meine Söldner ausschwärmen lassen? Nein. Haltet sie noch etwas länger in unserer Nähe. Wenn wir meinen Bruder gefunden haben, würden sie dazu dienen, unseren Rückzug zu decken. Ganz wie ihr meint. Jasnauk! Stagnon! An den Seitenwänden weiter vorstoßen! Jarlaxle war dieser Befehl wie Ernas nur recht. Solange 50 Drow-Soldaten in ihrer Nähe waren, beunruhigte ihn der Gedanke an eine Begegnung mit Driss de Orden keineswegs. Er fragte sich jedoch, wie Triel Baenre auf die Nachricht reagieren würde, wenn sie erführe, dass ihre Soldaten, auch wenn es nur Männer waren, lediglich als Schwertfutter gedient hatten. Perlen glitzernden Schweißes glitten die gemeißelten Arme des Barbaren entlang, als er mit erstaunlicher Leichtigkeit den mächtigen Schmiedehammer immer wieder auf das rotglühende Metall niederfahren ließ. Das heiße Eisen stob in alle Richtungen davon, doch Wulfgar kümmerte sich nicht darum. Er musste die dämonischen Gefühle heraustreiben, die sein Herz umklammert hielten. Warum hast du mir das angetan? Wie oft hast du mir das Leben gerettet, Driss de Orden? Wie konnte
konntest du... Wie konntest du nur... Wulfgar lenkte den brennenden Zorn in den Schmiedehammer, um das Bild zu verjagen, welches ihm seit Tagen in der Seele brannte. Das Bild seiner geliebten Kathi Brie, die sich am Tage meiner Rückkehr mit mir vor den Toren von Mithrilhalle getroffen hatte. Du hast sie geküsst. Ach hey, wilder Mann! Soll das einer werden, der um die Ecke fliegen kann? Wulfgar wirbelte herum und sah einen von Broenors Gefolgsleuten, der an der geöffneten Tür gestanden und ihn mit einem amüsierten Lächeln beobachtet hatte. Als der Barbar wieder auf seine Arbeit blickte, verstand er den Spott des Zwerges, denn der Metallspeer, den er geformt hatte, war durch die zu harten Schläge ordentlich verbogen. Chris, warum hast du mir das angetan? Aber der Barbar kümmerte sich nicht weiter darum. Immer wieder tauchte das Bild von Kathi Brie und mir vor seinem inneren Auge auf. Ein Bild, das er zwar selber nie gesehen hatte, das ihm dafür aber umso schillernder durch den Kopf geisterte. Nie hätte er geglaubt, dass die Dinge eines Tages so kompliziert werden könnten. Sicherlich hatte er sich in letzter Zeit oft töricht verhalten. Er war ein Barbar und in seinem Stamm waren Frauen nicht mehr als Sklavinnen, die sich den Forderungen ihrer Männer zu fügen hatten. Auch wenn sein altes Selbst in den letzten Wochen immer wieder durchgebrochen war und er versucht hatte, Kathi Brie zu bevormunden, musste er sich doch seine Unzulänglichkeiten eingestehen. Ein Teil von ihm sehnte sich danach, das eigene Weib zu beschützen, für sie zu sorgen, ihr ein guter Ehemann zu sein. Dies war seine Natur und sie trieb ihn immer wieder dazu, Kathi Brie forsch und ungerecht zu behandeln. Er hätte allen Streit mit ihr vergessen können, allen Ärger hinuntergeschluckt, wäre da nicht diese eine Nachricht gewesen, die sein Leben in einen düsteren Strudel der Verzweiflung gerissen hatte. Er hat dich geküsst! Erschöpft ließ sich der Barbar auf eine Pritsche fallen und versuchte, den lange benötigten Schlaf zu finden. Er sah Abertausende von Funken, eine Million reflektierende Feuer, die in Spiralen hinabsanken und ihn einluden, ihnen zu folgen. Wulfgar ließ sich gerne von ihnen verführen. Die Bilder huschten wild und verworren an ihm vorbei und zogen ihn hinab ins süße Vergessen. Sein Körper wurde schwer und so ließ er sich weiter fallen. Immer weiter den rot glitzernden Funken in seinem Kopf hinterher. Wir sind nicht allein. Halte die Fackel hoch. Das Licht wird unsere Feinde warnen. Die Fackel. Warte hier. Gwenima und ich werden einen Kreis schlagen. Ja, aber was bin ich jetzt, der Köder, oder wie? Wir sind doch in der Nähe. Nein, nein, lasst mich nicht zurück. Rigis folgte mir dicht auf den Fersen, bis wir an einer weiteren Biegung auf die zerfetzten Körper der Zwerge stießen. Scheint mir, als hätten wir sie gefunden. Kein Zweifel, das sind die vermissten Wachmänner. Aber wer hat sie so zugerichtet? Sie sind vollkommen entstellt. Zerstückelt der hier und der. Das, wer kann so etwas getan haben? Goblins. Nein, Goblins hätten die Zwerge nicht so zurückgelassen. Nicht mit ihrer wertvollen Rüstung. Außerdem nehmen Goblins niemals ihre eigenen Toten mit. Und doch sehe ich hier nur tote Zwerge. Wer könnte sie dann getötet haben? Ich untersuchte die Schnittwunden bei den Opfern. Schmale, präzise Schnitte an Kehle und Bauch. Die Linien waren, selbst nachdem ich das Blut weggewischt hatte, kaum zu erkennen. Was denn? Was hat sie getötet? Es könnten Duergar, Dunkelzwerge, gewesen sein. Vielleicht aber auch nicht. Du glaubst doch, dass es Entreri gewesen ist, nicht wahr? Nein, das glaube ich nicht.
Ich wunderte mich ein wenig, dass Regis diese Vermutung anstellte und konnte sie mir nur mit seiner großen Angst, Entreri könnte ihm bis hierher gefolgt sein, erklären. Nein, kein einzelner Krieger, mochte er auch noch so gewandt sein, konnte einen derart eindeutigen Sieg über eine ganze Gruppe von Zwergen erzielen. Eine ganz andere und viel schrecklichere Vermutung breitete sich langsam in mir aus. Ja, was ist denn das? Ich wusste es. Ein schwarzer Armbrustbolzen. Lieblingswaffe der Drow. Wir müssen diesen Ort verlassen. Sofort! Na gut. Wenn du den Schutz nicht tragen willst, dann lass es eben sein. Aber mein König... Ach, pah, du kennst mein Mädchen nicht. Aber wenn sie sagt, dass sie den Schutz nicht tragen wird, können alle Riesen vom Grat der Welt sie nicht dazu bringen. Aber mein König... Außerdem kann ich nicht mehr weiter streiten. Ich habe schreckliche Kopfschmerzen vom heiligen Wasser. Was soll das? Hey, ich weiß, dass du da drin bist. Was? O Elor Heldenhammer, der sich König von Mithrilhalle nennt. Öffne deine Tür und stell dich jemandem, der dir überlegen ist. Was soll das? Diese Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Proenor sah seinen Haus- und Hofmagier Kobbel ratlos an, bevor es ein weiteres Mal an der geschlossenen Türe der kleinen Kammer donnerte. Öffne, sage ich! Wer ist das? Das kann nicht sein. Sag schon, wer ist das? Es ist... Ein Schlachtenwüter. Ganz recht. Ein Schlachtenwüter. In der zersplitterten Tür stand der seltsamste Zwerg, den Catibri je gesehen hatte. Er trug eine gusseiserne Rüstung, die an Händen, Füßen, Ellbogen und Kniespitzen lange Stacheln zierte. Beine, Arme und Rumpf waren mit waagerecht verlaufenden, scharfkantigen Metallwülsten versehen. Der graue Helm, der ein wildes Gesicht mit funkelnden Augen und krausem schwarzen Bart freiließ, war mit dicken Lederriemen unter dem Kinn befestigt und wurde von einem glänzenden Stachel gekrönt, der fast halb so lang war wie der 4 Fuß große Zwerg selbst. Aber nicht irgendeiner, der Schlachtenwüter. Der wildeste aller Schlachtenwüter. Zippeldorf, Quent, zu euren Diensten, edle Dame. Ihr selbst müsst Catibri sein, Boenors Tochter. Obwohl ich ein wenig erschüttert bin, eine Heldenhammerfrau zu sehen, deren Bart nicht ihre Zehen kitzelt. Der Geruch dieser eigentümlichen Kreatur überwältigte Catibri fast und sie fragte sich, ob Pfent seine Rüstung in diesem Jahrhundert wohl schon einmal abgelegt hatte. Was in den neuen Höllen tust du hier? Ich war überzeugt, dass du gefallen bist, als der Drache Trübschimmer die unteren Hallen eroberte. Sein Atem war der Tod. Kann man von ihm auch behaupten. Er hüllte mich in die tiefste Schwärze, die meine Knochen jemals erlebt hatten. Aber ich kam heraus und entkam. Selbst ein Drache wie dieser konnte Pfent nicht aufhalten. Ich habe nie gehört, dass du zurückgekehrt bist, um an der Seite meines Vaters zu kämpfen. Es dauerte eine Woche, bevor ich nach dem Kampf mit dem Drachen wieder genügend Kraft hatte, um die Bergpässe zum Westtor hinter mich zu bringen. Da war schon alles vorbei. Einige Zeit später hörte ich, dass eine Gruppe der jüngeren Leute, darunter auch du, in den Minen von Mirabar arbeiten. Aber als ich dort ankam, fand ich nichts. 200 Jahre. Du hattest 200 Jahre Zeit, uns zu finden. Ich bin zurück in den Osten gegangen, habe in Sundabar und bei König Habromme in der Zitadelle Atbar gelebt und Söldnerdienst geleistet. Bis ich erfahren habe, dass ein Heldenhammer die Hallen zurückerobert hat. Hier bin ich nun, mein König. Richte mich auf deine Feinde! Naja,
Ach, steh wieder auf. Ich rufe dir eine Eskorte, damit du baden und deine Mahlzeit nehmen kannst. Ich werde die Mahlzeit nehmen. Behalte dein Bart und deine Eskorte. Ich kenne mich in diesen Hallen besser aus als du, Boenor Heldenhammer. Denn du warst ja noch ein stoppelbärtiger Jüngling, als wir vertrieben wurden. Fendt lebt? Du hast ihn nie erwähnt. Glaub mir, Mädchen, es gibt nichts, was man hätte erwähnen müssen. Siehst du etwas? Sei still und halte dich hinter mir. Sachte zogen sich Regis und ich in den Tunnel zurück. Jede abrupte Bewegung von uns konnte einen Angriff auslösen. Dunkelelfen in Mithril-Halle. Von allen Schrecken, die mir einfielen, und es gab zahllose in Faerun, reichte keiner an die meiner eigenen Sippe heran. Wo sollen wir hin? So schnell du kannst in den Gang zurück. Lauf! Ich warf eine Kugel der Dunkelheit hinter uns. Kaum hatte ich mich zu Boden und in den Schutz eines der toten Zwerge geworfen, schlugen auch schon mehrere Armbrustbolzen in das kalte Fleisch meiner Deckung. Ich konnte noch den hellen Schein von Regis Fackel erkennen, die auf der anderen Seite der Kugel in einen Tunnel stolperte. Gwenivar sprang im Zickzack voraus, um den vergifteten Armbrustbolzen auszuweichen und stürzte sich auf unsere Feinde. Ich stellte meine Augen auf die Dunkelheit ein und hechtete an weiteren heranstürmenden Drow-Soldaten vorbei in einen Seitentunnel. Gwenivar, deck unseren Rückzug! Doch meine Flucht wurde jäh unterbrochen, als sich mehrere hartkantige schwarze Beine in den Weg schoben. Ein riesiges Monster, halb Spinne, halb Drow, richtete sich bedrohlich vor mir auf. In seinen Händen jäh eine Zwillingsaxt. Bei mir liegt hier ein Drieder, aber dieses Gesicht... Doch ich hatte keine Zeit, mich lange über die Ähnlichkeit meines Bruders Dinin mit dieser Kreatur zu wundern. Sofort schossen die blitzenden Zwillingsäxte mit tödlicher Präzision auf mich nieder und nur einer schnellen Parade meiner Krummsäbel und einer anschließenden Flugrolle zur Seite war es zu verdanken, dass ich dem tödlichen Angriff entging. Elende Bestie, stirb! Ja. Ich warf mich dem Wesen entgegen. Blaues Licht, der Säbel, den ich einst im Hort des Weißen Drachen erbeutet hatte, fand eine verwundbare Stelle im Exoskelett des Monsters und bohrte sich in das weiche Fleisch. Eine warme, schleimige Flüssigkeit ergoss sich über meinen Arm. Unter Zuckungen zog sich der Drieder in einen Seitentunnel zurück. Da sah ich, wie ein weiterer Drow-Soldat, kurz bevor er seine Armbrust mit dem tückischen Betäubungspfeil auf mich abfeuern konnte, von Gwenivar zu Boden und in Fetzen gerissen wurde. Doch so tapfer der Panther auch kämpfte, er wurde durch die zahllosen Giftgeschosse in seinem Körper und ein klaffendes Loch in seiner Schulter immer langsamer. Ich wusste, dass ich Gwenivar auf seine Astralebene zurückschicken musste, aber ich hatte die Figurine nicht. Ergib dich, Abtrünniger, und wir lassen dich am Leben! Einer der Dunkelelfensoldaten hatte mir den Weg versperrt. Ich schlug ihm mit einer geschickten Aufwärtsbewegung meines Ellbogens die Armbrust gegen das Kinn, sprang über die am Boden liegenden Opfer des schwarzen Panthers hinweg und stürmte in den westlichen Tunnel. Komm, Gwenivar! Ich hätte den Dunkelelfen, der mir den Weg versperrte, auch an einer freien Stelle an seinem Hals tödlich verletzen können, aber ich tat es nicht. An dem Tag, da ich Menzoberranzan verließ, hatte ich mir geschworen, dass ich nie wieder einen meiner eigenen Rasse töten würde. Einen der meinen, wie Zagna Fein, der mein Vater gewesen war und der von den mächtigen Priesterinnen der Spinnenkönigin zu seinen schändlichen Taten gezwungen wurde. Drist! Da bist du ja. Ich hab mich... Keine Zeit für lange Erklärungen. Schick den Panther auf seine Astralebene zurück und dann bete zu allen Göttern, dass wir meiner Sippe entkommen können. Ja.
Wir hetzten weiter. Nach einigen Minuten erreichten wir eine kleine Seitenkammer, deren Eingang gut zu verteidigen war. Soll ich die Fackel ausmachen? Wir haben ohnehin keine Chance, diesen Tunnel ohne eine weitere Auseinandersetzung zu verlassen. Die Drow sind überall. Ich kenne die Jagdtechniken der Dunkelelfen gut genug, um zu wissen, dass sie uns längst den Weg abgeschnitten haben. Na, wenigstens war es nicht in Treri. Und da war es einmal mehr. Das seltsame Erwähnen des Meuchelmörders. Wenn es doch Artemis in Treri wäre, der uns nachstellte, dachte ich auf einmal. Zumindest wären wir dann nicht von einer Horde Drow-Krieger umzingelt. Es war gut, dass wir Gwenivar weggeschickt haben. Ja, wie? Wäre der Panther sonst gestorben? Ich glaube nicht, dass er auf dieser Ebene sterben kann. Bisher ist er immer wieder gekommen, egal wie schwer er verletzt war. Na, das beruhigt mich. Es wäre nicht gut, einen so wertvollen magischen Gegenstand zu verlieren. Gegenstand? Nichts, was Regis seit seiner Rückkehr von Kalimhafen gesagt hatte, nichts, was Regis jemals gesagt hatte, war so unpassend gewesen. Nein, es ging noch weiter. Die gefühllose Bemerkung des Halblings betäubte mich regelrecht. Gwenivar und Regis waren mehr als Gefährten gewesen. Sie waren seit vielen Jahren Freunde. Regis würde Gwenivar niemals einen magischen Gegenstand nennen. Plötzlich begann alles Sinn zu machen. Die Erwähnungen von Artemis in Treri jetzt und vorhin bei den toten Zwergen. Nun verstand ich, warum der Halbling all meinen Antworten und Bemerkungen über den Meuchelmörder so aufmerksam gelauscht hatte. Und war es nicht er gewesen, der Wulfgar von meinem Treffen mit Katibri außerhalb von Mithrilhalle berichtet hatte? Was hast du Wulfgar noch alles erzählt? Von was hast du ihn sonst noch mit diesem magischen Rubinanhänger überzeugt, der an deinem Hals hängt? Regis kleiner Streitkolben hüpfte geräuschvoll neben mir über den Boden und blieb ein paar Fuß entfernt liegen. Dann folgte ein weiterer Gegenstand, eine Maske, die ich auf meiner Reise in die südlichen Lande selber getragen und die mein Aussehen so verändert hatte, dass allen anderen meine wahre Gestalt verborgen geblieben war. Und du? Du bist also ein Krieger. Ich bin Wulfgar, Sohn von Beornigar. Das dachte ich mir. Wenn du mit jemandem kämpfst und er stolpert und verliert seine Waffe, würdest du zurücktreten und sie ihn aufheben lassen. So ist es. Also, Gold gegen Silber auf den Jungen. Trent ist gut und wild, aber er hat nicht die Kraft, gegen ihn anzukommen. Das ist keine Wette, die ich eingehen werde. Aber wenn Wulfgar gegen ihn die Hand erhebt, wird er sich mit Sicherheit stechen. Gut. Wulfgar hat es nötig, ein wenig gestochen zu werden. Natürlich würde ich dich auch die Waffe aufheben lassen. Und in dem Moment, wo du dich bückst, würde ich dir meinen Stachel direkt durch deine dicken Schädel rammen. Du hast ein paar eigentümliche Freunde, Broenor. Aber das überrascht mich nicht. Die Heldenhammer hatten immer eine Schwäche für Leute, die nicht zur Zwergensippe gehören. Und wir lassen sie trotzdem unsere Könige sein. Ich habe niemals herausbekommen, warum das so ist. Broenors Knöchel wurden vor Anstrengung weiß, als er die Armlehnen seines Stuhls festpackte, um sich unter Kontrolle zu halten. Wo wir schon davon sprechen. Da macht ein hässliches Gerücht die Runde. Dass du einen Dunkelelfen an deiner Seite hast? Ist da was dran? Du wirst den Dunkelelfen schon bald treffen. Sei gewiss, dass er ein Krieger ist, auf den deine Beschreibung vollständig zutrifft. Wenn du mit ihm einen Kampf anfangen, aber dabei deinen spitzen Helm verlieren würdest, würde er ihn für dich aufheben und ihn wieder auf deinen Kopf setzen. Natürlich würde er ihn anschließend wieder herunterreißen, dir hinten in die Hose schieben und mit ein paar Stiefeltritten dafür sorgen, dass du ihn nicht wieder verlierst. Wie lange wird Rist fortbleiben? Die Tunnel sind lang.
Wird er bis zur Zeremonie zurück sein? Du kannst sicher sein, dass es keine Hochzeit geben wird, bevor Drizzt nicht aus den Tunneln zurück ist. Und wenn alle Könige und Königinnen des Nordens deshalb einen ganzen Monat warten müssten. Wulfgar schien wieder einmal kurz davor zu sein, zu explodieren. Aber diesmal war er klug genug, seinen Zorn von der unberechenbaren Katibri wegzulenken. Ich hätte mit ihm gehen sollen. Warum hast du Regis mitgeschickt, Poenor? Was kann ihm der Halbling nützen? Es werden Zwerge vermisst, das ist alles. Selbst wenn nichts weiter sein sollte, was kann Regis tun, außer den Drow zu behindern? Er sagte, er würde einen Weg finden, Driss zu helfen. Wer sagte das? Knurrbauch! Er wollte nicht einmal mitgehen. Wollte er doch! Es war Knurrbauch, der wollte, dass ich ihn mit dem Dunkelelfen mitschicke, sage ich euch. Regis war mit dir hier, als du die Nachricht über die vermissten Zwerge erhalten hast. Er hat keinen Ton gesagt. Das ist vollkommen unsinnig. Er hat es mir vorher gesagt. Ruenor hielt plötzlich inne, als ihm die Unlogik seiner Erklärung bewusst wurde. Irgendwie, irgendwo hinten in seinem Verstand erinnerte er sich, dass Regis etwas Ähnliches gesagt haben musste. Aber wann? Wie? Habt ihr wieder zu viel vom heiligen Wasser getrunken, mein König? Seid still! Ich muss nachdenken. Knurrbauch hat mir gesagt, dass die Zwerge vermisst werden. Er sagte mir, ich solle ihn und Drizzt senden, um nach ihnen zu suchen. Der Halbling würde sich niemals freiwillig von einer warmen Mahlzeit und seinem Bett entfernen. War das ein Traum? Nein, es war kein Traum. Er hat es mir gesagt, mit diesem Rubin, den er hat. Regis würde dich niemals so täuschen wollen. Außer, es war gar nicht Regis. Plötzlich herrschte ratlose Stille im Thronsaal. Alle sahen sich bedeutungsvoll an, als ihnen die Tragweite von Katibris Worten bewusst wurde. Oh. Plötzlich sprang Boenor ruckartig von seinem Thron herab und stürmte zwischen Wulfgar und Pwent hindurch nach draußen. Lasst mich durch! Weg da! Ein Kopf eines Goblins? Worüber sprechen die drei? Ein Kampf, mein Freund. Es gibt etwas zu tun. Ja! Das ist ganz nach meinem Geschmack. Es ist wirklich gut, wieder einem Heldenhammer zu dienen. Ja, dann geh und sag deinem Gajak, dass wir euch nicht zu töten brauchen. Mein Name ist Bruno Heldenhammer. Heldenhammer? Du Zwergenkönig? Macht euch fertig, es geht gleich los. Zwerge, nix gut im Tunnel. Zwerge stinken. Zwerge tot! Zwerge sterben! Die Unterredung war beendet. Mit gezuckten Waffen und wildem Geschrei stürzten die Zwerge in die Höhle. Ich war zuvor schon unauffällig von der Plattform geglitten und hatte darunter zwei Ettins, hässliche, doppelköpfige Riesen, erblickt, die auf ihren Einsatz warteten. Jetzt wurden sie überraschend daran gehindert, als ich Gwenny war, mit wütendem Knurren in das Handgelenk des einen Ungeheuers verriss. Ihr zwei solltet am besten gleich hier unten bleiben. Drizzt übernimmt die Riesen! Mir nach zur Flanke! Während ich mit Gwenivar die beiden doppelköpfigen Ettins bearbeitete, stürmte Boenor, gefolgt von Wulfgar, Katibri und der Zwergenarmee, vor und lieferte sich mit den chaotisch durcheinander wirbelnden Goblins ein wildes Gefecht. Auch Regis stürzte sich mit schwingender Keule so wagemutig ins Kampfgetümmel, dass ich meinen Augen nicht zu trauen glaubte. Denn der Halbling war eher für einen großen Appetit, denn für übermäßigen Kampfesmut bekannt. Kommt her, ihr schleimigen Kreaturen! Ich werde euch lehren, mich herauszufordern! Hast du mich angespuckt? Ich werde dir zeigen, wie man deinesgleichen den Schädel spaltet! Nimm das! Tempo! Während Wulfgar mit seinem mächtigen Kriegshammer die blassen Höhlenbewohner wie mageres Geflügel gegen die Wände der Höhle schmetterte und Katibri mit ihrem magischen Langbogen in die gegnerischen Reihen feuerte,
stürmten aus einem anderen Zugang plötzlich vier weitere Ettins, schwangen wütend ihre Keulen. Verdammt, die stinkenden Riesen bekommen Verstärkung! Gib dort! Auf! Kannst du nicht aufpassen, du tolles Schenfvieh? Gweniva, kümmere dich um die beiden Riesen zur Linken. Ich schnappe mir den anderen von hinten. Jetzt! Doch auf einmal waren die Zwerge in arger Bedrängnis. Die Goblins stürzten aus verschiedenen Schächten in die Höhle und das Gewirr auf dem Kampfplatz machte es Boenor und seinen Mannen beinahe unmöglich, eine geordnete Formation einzunehmen. Durst Helfer mich vor! Sperrt den südlichen Ausgang! Doch da tauchte endlich Dagner, Boenors Heerführer, mit seinen Elitesoldaten auf und schlug einen Keil in die feindlichen Formation. Die Goblins starben in Scharen. Und als auch drei der fünf Riesen gefallen waren, ergriffen sie nach und nach die Flucht. Wir nach, tapfere Krieger! Macht sie nieder! Für unseren König Bruno! Sie wollen sich aus dem Staub machen! Komm, Gwendiva, wir schneiden ihnen den Fluchtweg ab. Doch das war schon nicht mehr nötig. Denn in den südlichen Tunneln hatte sich Bruenos Haus- und Hofmagier Kobbel mit einigen Leuten verschanzt und wartete mit magischen Explosionen auf die armen Goblins, die in einem Regen aus Fleisch und Knochenfetzen vergingen. Verdammt! Lass doch noch Wege für mich übrig, zur Schneidaxt! Bruenor stürmte in einen weiteren Seitengang, in dem einige seiner Männer eine riesige steinerne Walze errichtet hatten, welche gerade so breit war, dass sie exakt in die Tunnel passte. Mein Goblin-Spielzeug. Jetzt wird's lustig. Und eins, zwei, drei. Die Zwerge schoben unter erfreutem Gegröhle die steinerne Walze durch die Tunnel und hinter den panisch flüchtenden Goblins her. Einer nach dem anderen wurde von dem unbarmherzigen Gefährt zermalmt und zurück blieb nur ein undefinierbarer Brei aus Gedärm und Knochenmehl. Es dauerte keine halbe Stunde und Garyaks Armee war besiegt. Der Kampf um die unteren Ebenen beendet. Was die siegestrunkenen Zwerge aber nicht wussten, war, dass sie trotz allem in die Falle gegangen waren, dass ihr Sieg alles andere als ein Sieg gewesen war. Denn die ganze Schlacht über hatten finstere Späher der Dunkelelfen in den dunklen Spalten der Höhlendecke geschwebt und die Kampftaktik der Zwerge genauestens beobachtet. Nun würden sie zu ihrer Herrin zurückkehren, die den Bericht schon sehnsüchtig erwartete. Beobachtete jede Bewegung von Vierna und sah zu, wie sie die präzisen Rituale absolvierte, um die Spinnenkönigin zu ehren. Mein Bruder war weiterhin ein Anhänger der dunklen Göttin Loth und hatte freiwillig zugestimmt, Vierna an diesem Tag zu ihren Gebeten zu begleiten. Aber in Wahrheit hielt der Drow das Ganze für sinnlos. Er sah in seiner Schwester nur ein lächerliches Zerrbild ihres früheren Selbst. Ihr solltet nicht so zweifeln sein, Dinin. Aber was ist der Zweck des Ganzen? Wir stehen nicht mehr in Loths Gunst. Auch wenn er glaubte, dass sie in ihrem Wahn gefangen war, war sie doch als Frau größer als die männlichen Drow und mit magischer Energie gesegnet. Sie schien seine Gedanken lesen zu können und zog mit einem zufriedenen Grinsen eine fünfgliedrige Peitsche hervor, deren Köpfe lebende Schlangen waren. Loth erlaubt nur ihren Hohepriesterinnen, diese Peitsche zu tragen. Aber wir haben die Gunst verloren. Dummkopf, was meint ihr, warum ich diese Peitsche besitze? Und warum jagen wir dann Drizzt? Ihr steht wieder in Loths Gunst. Warum sollen wir alles riskieren, indem wir unseren verräterischen Bruder verfolgen? So habe ich die Gunst wiedererlangt. Unsere Familie fiel durch die Schwäche unserer Mutter. Malis versagte bei der wichtigsten Aufgabe, die ihr Loth jemals gab. Drizzt zu töten? Ganz genau, Drizzt zu töten. Den elenden, verräterischen Drizzt. Ich habe Loth sein Herz versprochen. Ihr versprochen, dass ich den Fehler in der Familie wieder gut machen werde. Auf dass wir, ihr und ich,
wieder die Gunst der Göttin erlangen mögen. Aber zu welchem Zweck? Unser Haus existiert nicht mehr. Der Name Do-Urden darf nirgends in der Stadt jemals wieder ausgesprochen werden. Ihr werdet eine hohe Priesterin Loths ohne eigenes Haus sein. Aber das werde ich. Ich bin ebenso wie ihr die überlebende Adlige eines vernichteten Hauses. Wir haben das Recht der Anklage. Anklage? Habt ihr vergessen, welches Haus es war, das unser eigenes vernichtet hat? Dadurch wird es umso süßer. Ba'enre? Das erste Haus von Menzo Beranzan? Ihr könnt nicht gegen Ba'enre sprechen. Kein Haus würde es wagen, gegen die Oberin Ba'enre vorzugehen. Sie kontrolliert schließlich... Ihr seid ein Mann und könnt Loths Schönheit nicht verstehen. Unsere Göttin ernährt sich vom Chaos und genießt diese Situation. Umso mehr, dass so viele Ironien darin wüten. Oberin Ba'enre ist alt, mein Bruder. Ihre Zeit ist schon lange überschritten. Wenn Driss tot ist, wie es die Spinnenkönigin verlangt, wird man mir eine Audienz im Haus Ba'enre gewähren, bei der ich die Anklage erheben werde. Damit wir an Ba'enres Goblinsklaven verfüttert werden? Schweig, Elender! Oberin Ba'enres eigene Töchter werden sie hinausdrängen, damit ihr Haus nicht die Gunst der Spinnenkönigin verliert. Um das zu erreichen, müssen sie mich um eine Allianz bitten, durch welche ich schließlich die ganze Macht erlangen werde. Die ganze Macht. Dinin erkannte mit Grauen, dass seine Schwester vollkommen wahnsinnig geworden war. Sie war eine willkommene Spielfigur in Loths tödlichen Ränken und ihr Geist bereits zerfressen vom süßlichen Duft der Macht. Hat Loth euch dies versprochen? Durch Triel, der ältesten Tochter von Oberin Ba'enre und leitenden Oberin der Akademie. In meinem Gefolge gibt es keinen Platz für Ungläubige, mein Bruder. Euer Gefolge? Die Söldnertruppe Breganda Erte ist nichts als ein Werkzeug, das mir gewährt wurde, damit ich der Göttin Vergnügen bereiten kann. Ihr seid wahnsinnig. Ihr werdet diese gotteslästerlichen Worte bereuen, wenn unser verräterischer Driss Loth übergeben worden ist. Ihr werdet niemals in die Nähe unseres Bruders gelangen. Und ich werde euch nicht an die Oberfläche begleiten. Nicht gegen diesen Dämon. Er ist mächtig und stärker, als ihr euch vorstellen könnt. Elender. Ihr habt nicht gegen ihn gekämpft. Ihr wisst nicht, welche Fähigkeiten er besitzt. Er ist weit mächtiger als ihr, die ihr... Mächtiger? Kommt mit mir, zweifelnde Dinin. Kommt und seht euch an, wie mächtig eine hohe Priesterin unserer Spinnenkönigin wirklich ist. Dinin wurde von Viernas magischen Fähigkeiten in die Höhe gehoben. Dann fuhr ein reißendes Gefühl in Kaskaden aus Schmerz durch seine Glieder. Als er an seinem zappelnden Körper nach unten blickte, sah er, wie lange schwarze Beine aus seiner Hüfte hervorbrachen. Sein Leib blähte sich, auf Brust und Rücken zerplatzten schwelende Blasen und gaben dicke Haare frei. Der ganze Unterleib verwandelte sich in den prallen Körper einer riesigen Spinne. Sein einstmals charaktervolles Gesicht war nur noch eine Maske, geschwollen und ausdruckslos, die Augen weiß und tot. Was sagt ihr nun, Dinin, mein kleinmütiger Bruder? Wer ist mächtiger? Folgt mir, auf dass wir unseren entflohenen Drist wieder einfangen. Ich werde die Gruppe aus Nespe nicht akzeptieren. Aber Zwergenkönig... Nein! Die Bogenschützen aus Nesme haben eine wichtige Rolle bei der Einnahme von Mithrilhalle gespielt. Bruino, wie kannst du ihre Gesandten so forsch abweisen? Hast du vergessen, wie dich die Hunde aus Nesme behandelt haben, als wir das erste Mal durch ihr Gebiet kamen? Natürlich nicht. Aber du bist nun ein König. Die Verantwortung für dein Volk liegt in der Diplomatie. Nesme wird ein wertvoller Handelspartner sein. Du bist so weichherzig, Elf. Na gut. Sollen diese Bastarde kommen? Ihr seid sehr großmütig, Zwergenkönig. Nun geht schon. Naja. 100 Sachen müssen erledigt werden, Elf. 100 Sachen. Verdammt, das auch noch. Du versuchst ja auch die Hochzeit deiner Tochter zu der großartigsten zu machen, die das Land je erlebt hat. Ja, das versuche ich in der Tat. Denn das verdient meine Kathibri. Ich habe in all diesen Jahren versucht, ihr alles zu geben, was ich konnte, aber
Ich bin nun mal kein Mensch wie Sie. Kein Mensch hätte ihr mehr geben können. Ja, aber es sind 100 verdammte Sachen. Der elende Knurrbauch hätte mir helfen können. Keiner versteht so viel von Etikette wie er. Aber meinst du, er hätte sich die Mühe gegeben? Pah! Er wirkt seltsam abwesend. Nicht ganz er selbst, würde ich sagen. Aber du wirst das schon hinkriegen. Und Kathy Brie wird es für die großartigste Feier halten, die jemals gegeben wurde. Du machst dir Sorgen um das Mädchen. Mehr um Wolfgang. Der Junge ist nur nervös. Wenn der Tag erst vorüber ist, wird er sich wieder beruhigen. Ich nickte, obwohl mich ganz andere Gedanken plagten. Wolfgangs Benehmen ging weit über diese Entschuldigung hinaus. Das unberechenbare, herrschsüchtige Benehmen des Barbaren schien dem weisen Zwerg nicht entgangen zu sein, doch ich wusste, dass er sich ohne den ausdrücklichen Wunsch seiner Tochter niemals einmischen würde. Da bist du ja endlich. Wo bist du gewesen, du kleiner Gauner? Ja. Ich habe gerade mal die erste Mahlzeit des Tages zu mir genommen. Das wird ja wohl noch gestattet sein, oder? Es ist keine Zeit zum Essen, Knoblauch. Wir müssen... Ich weiß. Noch 100 Sachen erledigen. Ja, da du so gerne ans Essen denkst, kannst du gleich mal aus diesen Rezepten die besten aussuchen. Bei dem Fest werden viele Menschen und Elfen anwesend sein. Gib ihnen etwas, das ihre empfindlichen Innereien verdauen können. Ich hätte wirklich gedacht, dass du einen besseren Zeremonienmeister abgeben würdest. Ich behielt die Bemerkung, dass uns Regis dafür umso tapferer im Kampf gegen die Goblins unterstützt hatte, für mich. Denn ich war mir sicher, dass ich bald eine Antwort auf die vielen offenen Fragen nach seinem plötzlichen Auftauchen und den neuen, ungeahnten Fähigkeiten unseres Halblingfreundes erhalten würde. Kathy Brie stand derweil in der Kapelle auf einem Podest und ließ sich von Boenors Haus- und Hofmagier Cobble einkleiden. Gerade als ich das Gewölbe betrat, reichte er ihr einen juwelengeschmückten Schutz. Niemals! Nicht für alles Mithril in Boenors Reich! Sei vernünftig! Dein Vater verlangt doch nichts Unmögliches von dir! Trist! Sag doch etwas! Sie wollen, dass ich einen zwergischen Schmiedeschutz trage? Einen verdammten Schmiedeschutz am Tag meiner Hochzeit? Es ist eine Heldenhammer-Tradition. Jede Zwergin wäre stolz, diese Kleidung zu tragen. Aber muss ich dich daran erinnern, werter Cobble, dass Kathy Brie keine Zwergin ist? Von Zwergenfrauen erwartet man vielleicht, dass sie den ganzen Tag in der Schmiede stehen. Ich habe noch nie einen Schmiedehammer gehalten. Sie ist Bruenos Tochter. Sie hat die Pflicht, ihrem Vater Freude zu bereiten. In der Tat aber bedenke, dass sie keinen Zwerg heiratet. Kathy Brie hat niemals in einer Schmiede gearbeitet. Es ist doch nur symbolisch. Oh ja, für Wolfgar besonders. Denn er hat den Hammer nur geschwungen, als er Bruno als Leibeigner dienen musste. Wir werden einen Kompromiss finden. Ich soll euch vom König noch ausrichten, dass er nach dem heiligen Wasser fragt. Und nach den Kosten dafür. Es ist zu kosten. Es muss gekostet werden. Der Met. Bruno will heute die Metfrage klären. Wir glauben, dass der dunkle Stoff für die weichbäuchige Sippe aus Silbrigmond zu stark sein wird. Es wird Zeit, dass ich das heilige Wasser zu unserem König bringe. Wir sind für heute fertig, Kathy Brie. Aber glaube ja nicht, dass du in dieser Angelegenheit das letzte Wort gehabt hast. Ich kann nicht mehr. Ist es denn so schlimm? Es ist nicht das Kleidungsstück, das ich nicht mag, sondern seine Bedeutung. Meine Hochzeit ist in 2 Wochen. Ich fürchte, dass ich mein letztes Abenteuer und meinen letzten Kampf erlebt habe. Abgesehen von denen, die ich mit meinem eigenen Ehemann austragen muss. Das werden die Goblins überall in Feierun gerne hören. Du hast bei der Schlacht ebenso gut gekämpft wie alle anderen. Hast du etwa geglaubt, das könnte ich nicht? Hey, nicht so zornglühend. Ich habe doch nur versucht, dich ein wenig aufzumuntern. Ich fürchte mich bloß, glaube ich. Tut mir leid. Das verstehe ich, aber es wird sich alles zum Guten wenden. Es ist nicht meine Aufgabe, dir zu sagen, wie du dich fühlen solltest. Meine Bürde als dein Freund ist ebenso schwer, wie sie damals für dich in Kalimhafen war, als ich mich selbst verloren hatte. Ich sage dir jetzt nur dies. Der Weg, der vor dir liegt,
teilt sich in viele Abzweigungen, aber du allein wählst den Pfad aus, dem du folgen willst. Um unser aller Willen, vor allem aber um deiner selbst Willen, bete ich, dass du deinen Weg sorgfältig auswählst. Ich beugte mich vor, strich Katibris Haar beiseite und küsste sie sanft auf die Wange. Dann verließ ich die Kapelle, ohne ein weiteres Mal zurückzublicken. Kobbels Karren war bereits zur Hälfte geleert, als ich wieder in die Audienzhalle trat. Boenor, Kobbel, Dagner, Wulfgar, Rigis und einige andere Zwerge stritten lauthals darüber, welcher Eimer des heiligen Wassers den besten, den weichsten Geschmack besäße. Argumente, die zu weiteren Geschmacksproben und schließlich zu weiteren Argumenten führten. Dieser hier, der ist am besten. Der taugt nur für Goblins. Als Maul und Kopf. Sag mir deine Meinung, Dunkelelf. Vielen Dank, mein König. Aber Bergquellen sind mehr nach meinem Geschmack als schwerer Met. Boenor schleuderte mir mit schaumtriefendem Bart den vollen Meteimer entgegen, doch ich wich mühelos aus, sodass das Gefäß an der Wand hinter mir zerbarst und das heilige Wasser über den Fußboden verschüttet wurde. Mein König! Mein König! Ein draller Zwerg in voller Rüstung betrat die Audienzhalle. Die Ernsthaftigkeit auf seinem Gesicht ließ die ausgelassene Stimmung im Saal verebben. 7 unserer Leute sind aus den neuen Bereichen nicht zurückgekehrt. Sie lassen sich nur Zeit, das ist alles. Sie hätten bis zum morgigen Appell zurückgekehrt sein müssen. Das riecht nach Ärger. Ach, klar. In den Tunnel gibt es keine Goblins mehr. Unsere Truppen jagen dort unten jetzt nur noch nach Mithril. Sie haben eine Ader von dem Zeug gefunden, sage ich euch. Das lässt ein Zwerg alles vergessen, sogar den Morgenappell. Boenor sah mich fragend an. Ihm war meine Nachdenklichkeit nicht entgangen. Was sagst du, Elf? Ich glaube, dass du wahrscheinlich recht hast. Wahrscheinlich? Nun geh schon, Elf. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, ist er ohnehin nicht mehr zu überzeugen. Nimm deine verdammte Katze und such meine überfälligen Zwerge. Ich bin Wulfgar, Beornegas Sohn. Ich werde gehen. Nein, du bleibst hier und trinkst brav dein Met aus. Ach, und noch was, Elf. Nimm bitte Knoblauch mit. Er ist mir hier nicht mehr von Nutzen. Aber ich hab noch viel zu tun. Mach dich auf den Weg, Knoblauch. Tu das erste Mal, seit du zu uns geflohen bist. Und glaub ja nicht, ich wüsste nicht, dass du geflohen bist. Einmal etwas, worum ich dich bitte, ohne zu widersprechen und Ausflüchte zu machen. Die Ernsthaftigkeit in Bruenors grimmigen Worten erstaunte jedermann im Raum und ganz besonders Regis, denn der Halbling erwiderte in untertänigster Ergebenheit kein Wort. Hab keine Angst, Regis. Bei uns bist du in guter Gesellschaft. Damit drückte ich dem Halbling die kleine Onyx-Figurine in die Hand, mit der man Gwenivar, den magischen Panther, beschwören konnte. Zugleich erschien auf Regis Gesicht ein Ausdruck tiefer Dankbarkeit und Ruhe. Regis und ich waren lange schweigend nebeneinander hergegangen. Wir betraten gemeinsam die große Höhle der Zwergenschmiede, erreichten über eine schmale Brücke und zahlreiche steinerne Treppen den Fuß des Gewölbes und verließen es durch den westlichen Tunnel in Richtung der unteren Ebene. Nach einer weiteren Stunde Fußmarsch erreichten wir den Wachraum, welcher Bruenors Reich von den unerforschten Gebieten abgrenzte. Wieder die 8 bei Avatar. Mir scheint, es hat heute Morgen ein Krieche in mein Frühstück gespuckt. Reich den Becher weiter und hör auf zu jammern. Seid gegrüßt. Wie ich hörte, vermisst ihr ein paar Männer. König Bruenor schickt uns, um nach ihnen zu suchen. So. Es ist kalt und zugig dort unten. Aber wenn ihr meint, wohl denn, wenn ihr wieder heraus wollt, klopft 3-mal und dann 2-mal. 3 und dann 2. Verstanden. Komm, Regis.
Ich zündete eine Fackel an und ging voraus in die unergründliche Dunkelheit. Ein kalter Windhauch kam uns entgegen und Regis hielt sich ängstlich hinter mir. Ich finde, wir sollten den Panther rufen. Eine gute Idee. Du hast die Statuette. Wir vermissen ein paar verschollene Zwerge. Such nach ihnen. Los! Sofort schoss die schwarze Katze lautlos in die Dunkelheit davon. Regis und ich folgten ihr so schnell es die kurzen Beine des Halblings zuließen. Unterwegs trafen wir auf zahlreiche Goblin-Leichen, Überbleibsel unseres Kampfes vor wenigen Tagen, die von bleichen, riesenhaften Höhlenwürmern verspeist wurden. Das sind Kriecher, die Aasgeier der Unterwelt. Da sie so viel Nahrung um sich haben, werden sie uns wohl in Ruhe lassen. Aber es sind gefährliche Gegner. Bleib in meiner Nähe. Wir durchquerten das Gebiet vorsichtig und stießen in einen Tunnel vor, der sich in Schlaufen und Serpentinen in die Tiefe wand. Nach einigen Stunden stetigen Laufens kamen wir an eine große Kreuzung. Hört denn das nie auf? Diese Tunnel sind ja endlos. Ich kann nicht mehr. Wir können hier eine kurze Rast einlegen. Warum bist du weggelaufen, Regis? Ich? Was? Naja, also, die Hochzeit. Die Hochzeit. Ein guter Grund, aber kaum der einzige. Als wir dich das letzte Mal sahen, warst du Gildenmeister. Ganz Kalimhafen wartete darauf, von dir um sein Hab und Gut erleichtert zu werden. Nun gut, ich kann dir ja doch nichts verheimlichen. Ich habe die Gilde verloren. Kaum 2 Wochen, nachdem ihr Kalimhafen verlassen hattet. Ich muss gestehen, diese Nachricht überrascht mich nicht. Dieser verdammte Artemis Entreri! Er hat die Gilde übernommen? Es war keine schwere Aufgabe für ihn. Sein Netzwerk reichte bis zu meinen vertrautesten Angestellten. Die Gilde ist in Entreris Händen besser aufgehoben. Er passt zu der doppelzüngigen Art dieser elenden Stadt. Ich dachte, du willst nur nicht hingehen und... Entreri töten? Nein. Meine Auseinandersetzung mit dem Meuchelmörder ist beendet. Ich strebe schon lange nicht mehr danach, mit ihm zu kämpfen. Ich bemerkte, dass Regis über diese Information nicht gerade erfreut zu sein schien. Hatte er doch tatsächlich gehofft, ich würde ihm helfen, seine Macht in der Gilde wiederherzustellen und den Meuchelmörder ein für allemal zu beseitigen? Entreri denkt vielleicht nicht wie du. Was willst du damit sagen? Glaubst du, dass er dir in den Norden gefolgt ist, weil er noch immer die Rechnung mit mir begleichen möchte? Zweifle nicht daran, dass er dich immer hassen wird. Auf einmal verstand ich, warum der Halbling freiwillig mit mir in die unteren Ebenen gekommen war. Dass er mir bis hierher gefolgt war, konnte nur eines bedeuten. Du suchst Schutz bei mir. Nein. Vor ihm? Ja, das kann man so nun nicht sagen. Ich musste mühsam die aufsteigende Wut in mir unterdrücken, als auf Regis Gesicht ein verlegenes Grinsen erschien. Es wird Zeit. Wir müssen noch viele Meilen zurücklegen, bevor wir für die Nacht rasten können. Ich blickte nicht mehr zu Regis zurück, als ich meinen Weg durch die Tunnel fortsetzte. Sonst hätte ich wohl das zornige Lächeln in den Augen des Halblings wahrgenommen. Mittlerweile war meine rachsüchtige Schwester Vierna de Orden mit dem Söldnerführer Jarl Laxle und 50 der besten Drow-Kämpfer des Hauses Baenre in den tieferen Ebenen von Mithrilhalle angekommen. Vierna saß auf dem unheimlichen, halb Drow, halb Spinne mutierten Dinin und strich nachdenklich über die flache, magische Scheibe, mit deren Hilfe sie mich zu finden hoffte. Und, werte Vierna, ist die Scheibe schön warm? Mein Bruder ist nicht mehr fern. Jedenfalls weisen die zermalmten Goblins in den Gängen darauf hin, dass hier eine Schlacht stattgefunden hat. Die Zwerge waren also auf jeden Fall hier. Und er ist es auch. Nicht fern. Ich weiß es. Seid ihr sicher, dass ihn unser Verbindungsmann nicht töten wird, bevor wir ihn finden? Wir können diesem Verbündeten vertrauen. Los hat es mir versichert. Weiter!
Jalaxle dachte darüber nach, dass jede Diskussion mit seiner wahnsinnigen Herrin so endete. Es war immer Loth, die irgendetwas vorhergesehen oder vorausbestimmt hatte. Doch war ihm nicht gerade wohl bei dem Gedanken, den Weisungen einer Gottheit zu folgen, deren einziges Sehnen in der Erzeugung von Leid, Qual und Chaos lag und die seinem Freund und Gefährten Dinin in einen Drieder, ein lebloses und aufgedunsenes Spinnenmonster, verwandelt hatte. Soll ich meine Söldner ausschwärmen lassen? Nein. Haltet sie noch etwas länger in unserer Nähe. Wenn wir meinen Bruder gefunden haben, würden sie dazu dienen, unseren Rückzug zu decken. Ganz wie ihr meint. Jasnauk! Stagnon! An den Seitenwänden weiter vorstoßen! Ja, Laxle war dieser Befehl wie Ernas nur recht. Solange 50 Drow-Soldaten in ihrer Nähe waren, beunruhigte ihn der Gedanke an eine Begegnung mit Driss d'Urden keineswegs. Er fragte sich jedoch, wie Triel Ba'enre auf die Nachricht reagieren würde, wenn sie erführe, dass ihre Soldaten, auch wenn es nur Männer waren, lediglich als Schwertfutter gedient hatten. Perlen glitzernden Schweißes glitten die gemeißelten Arme des Barbaren entlang, als er mit erstaunlicher Leichtigkeit den mächtigen Schmiedehammer immer wieder auf das rotglühende Metall niederfahren ließ. Das heiße Eisen stob in alle Richtungen davon, doch Wulfgar kümmerte sich nicht darum. Er musste die dämonischen Gefühle heraustreiben, die sein Herz umklammert hielten. Warum hast du mir das angetan? Wie oft hast du mir das Leben gerettet, Driss d'Urden? Wie konntest du nur? Wulfgar lenkte den brennenden Zorn in den Schmiedehammer, um das Bild zu verjagen, welches ihm seit Tagen in der Seele brannte. Das Bild seiner geliebten Kati Brie, die sich am Tage meiner Rückkehr mit mir vor den Toren von Mithrilhalle getroffen hatte. Du hast sie geküsst. Ach hey, wilder Mann! Soll das einer werden, der um die Ecke fliegen kann? Wulfgar wirbelte herum und sah einen von Boenors Gefolgsleuten, der an der geöffneten Tür gestanden und ihn mit einem amüsierten Lächeln beobachtet hatte. Als der Barbar wieder auf seine Arbeit blickte, verstand er den Spott des Zwerges, denn der Metallspeer, den er geformt hatte, war durch die zu harten Schläge ordentlich verbogen. Warum hast du mir das angetan? Aber der Barbar kümmerte sich nicht weiter darum. Immer wieder tauchte das Bild von Kati Brie und mir vor seinem inneren Auge auf. Ein Bild, das er zwar selber nie gesehen hatte, das ihm dafür aber umso schillernder durch den Kopf geisterte. Nie hätte er geglaubt, dass die Dinge eines Tages so kompliziert werden könnten. Sicherlich hatte er sich in letzter Zeit oft töricht verhalten. Er war ein Barbar und in seinem Stamm waren Frauen nicht mehr als Sklavinnen, die sich den Forderungen ihrer Männer zu fügen hatten. Auch wenn sein altes Selbst in den letzten Wochen immer wieder durchgebrochen war und er versucht hatte, Kati Brie zu bevormunden, musste er sich doch seine Unzulänglichkeiten eingestehen. Ein Teil von ihm sehnte sich danach, das eigene Weib zu beschützen, für sie zu sorgen, ihr ein guter Ehemann zu sein. Dies war seine Natur und sie trieb ihn immer wieder dazu, Kati Brie forsch und ungerecht zu behandeln. Er hätte allen Streit mit ihr vergessen können, allen Ärger hinuntergeschluckt. Dass noch ein Platz frei ist. Ich weiß, ich habe deine Schelte verdient, Wulfgar. Ich bin in letzter Zeit häufig fort gewesen. Was ich auch tue, die Straße ruft mich immer wieder zu sich. Ich habe euch doch gesagt, dass er zurückkommt. Und diesmal bleibt er auch hier. Sag, jagst du immer noch den Meuchelmörder, Elf? Bruenor spielte auf Artemis Entreri an, meinen größten Feind. Einen herzlosen Mörder, der mit der Klinge ebenso gewandt wie ich war und besessen von der Idee, mich im Kampf zu bezwingen. Der Meuchelmörder gehört der Vergangenheit an. Ich hege keinen Groll mehr gegen ihn. Es gibt vieles in allen Welten, teurer Zwerg, das man aus den Schatten heraus nicht sehen kann.
Viele Klänge, die angenehmer sind als das Waffengeklirr, und viele Düfte, die dem Gestank des Todes vorzuziehen sind. Aha! Ein weiteres Fest also. Und ein weiterer Gast. Regis. Regis. Nova! Euer Regis ist wieder da. Meine Freunde. Was in den neuen Höhlen bringt dich von Kalimhafen hierher? Hast du dort nicht deine Diebesgilde zu leiten? Glaubst du etwa, dass ich mir die Hochzeit von Kadibri und Wulfgar entgehen lasse? Die Hochzeit meiner besten Freunde! Poeno und ich wechselten einen fragenden Blick. Mir war sofort klar, dass der sonst so faule Halbling die mehr als 2000 Meilen nicht einfach so auf sich genommen hatte. Es musste noch einen anderen Grund geben. Wo sind denn deine Diener? Bist du etwa allein gekommen? Ja. Ja, in der Tat. Die Südländer vertragen die Kälte des nördlichen Frühlings nicht so gut, wisst ihr? Der Kleine hat ein bisschen viel von seinem Schatz am Gürtel hängen, will ich meinen. Mhm. Er ist auf der Flucht. Wieder einmal. Na schön, Knoblauch. Die Wachen werden hier dann... Mein König, ich bin soeben aus den untersten Stollen zurückgekehrt. Dagnar, mein Feldherr. Was weißt du von dort zu berichten? Ärger oder ein Schatz? Mithril? Der Tunnel hinter der versiegelten Türe führt zu einem gänzlich neuen Komplex, der reich an Erz ist. Die Legende, dass eure Nase Schätze riechen kann, wird einmal mehr bestätigt, mein König. Doch es gibt auch schlechte Neuigkeiten. Schlechte Neuigkeiten? Goblins. Ein ziemlich großer Stamm. Es könnten Hunderte sein. Oh. Hunderte von Goblins also. Ich weiß, wo das Leuchten in deinen blau-violetten Augen herrührt, Elf. Wie kommen diese Wichte dorthin? Oh, sie wohnen schon eine ganze Weile in den unteren Gebieten. Bereits mein Vater hat von ihnen gesprochen. Das heißt, es gibt Krieg. Das heißt, es gibt ein kleines Spielchen. Also schön. Aber zunächst wäre ich dankbar, wenn ihr mir den Weg zum Speisesaal zeigen könntet. Nichts da, du Fifras. Wir ziehen in die Schlacht. Zusammen. Bei meinen Augen. Ihr beide seid aber sehr darauf aus, eure Messer zu wetzen. Darauf kannst du wetten. Ihr habt ein paar Goblins, die niemanden stören, in ihrem eigenen Loch gefunden und plant, sie abzuschlachten? Frau, sprich nicht ohne zu denken. Das Schmunzeln auf meinem Gesicht verschwand blitzschnell, als ich die zornige Miene des riesenhaften Barbaren wahrnahm. Alle sahen bestürzt zu Wulfgar. Lediglich Kadibri ignorierte ihn vollkommen. Woher, mein Vater, willst du wissen, ob die Goblins etwas Unrechtes im Schilde führen? Oder kümmert dich das gar nicht? In diesen Tunneln gibt es Mithril. Und nicht zu knapp. Ah, also ist es das Mithril der Goblins. Dem Recht nach. Denn es sind ihre Heimatgebiete. Nicht mehr lange. Das steht fest. Der Kampf ist für euch alle wichtiger als jeder Schatz, den es zu erbeuten gilt. Ihr würdet euch auch auf die Goblins stürzen, wenn es in diesen Tunneln nur wertlose Steine gäbe. Es sind Goblins. War es nicht ein Goblin-Überfall, durch den deine Eltern getötet wurden? Richtig. Und wenn ich jemals diesen Stamm finde, werden sie für ihre Tat bezahlen. Aber haben diese hier nicht das Recht auf ein faires Urteil? Goblins sind Goblins. Ach ja? Und Dunkelelfen sind also auch Dunkelelfen? Was soll dieses Gerede, Kadibri? Wenn ein Dunkelelf in deinen Tunneln herumliefe, würdest du ihn dann auch niedermetzeln, Brenor? Und wenn dieser Dunkelelf Dristo Urden hieße, wer würde dann neben dir sitzen und geduldig deinen stolzen Prahlereien lauschen? Wie kannst du es wagen, so mit... Lass gut sein, Junge. Bring ihm etwas Bier, damit sein Gemüt abkühlt. Nun gut, Kadibri, du hast recht. Den wohlgesetzten Worten unserer weißen jungen Freundin nach müssen wir den Goblins zumindest die Möglichkeit gewähren, ihr Vorhaben zu erklären. Bevor wir sie dann niedermachen! Sie hat doch keine Ahnung von solchen Dingen. Sofort kehrte die angespannte Stille zwischen uns zurück und ich bedachte Wulfgar mit einem Blick, der bedrohlicher war als jeder andere, der jemals zwischen uns ausgetauscht wurde. Kadibri sah Wulfgar mit schmerzerfülltem Gesicht an, bis dieser ihrem Blick nicht länger standhalten konnte. Als der Barbar schließlich wütend den Raum verließ, wurde mir bewusst, dass dieser besondere Zwischenfall nicht ohne Folgen bleiben würde. Du gehst nicht mit. Natürlich gehe ich. Du gehst nicht mit.
Wenig später lehnte ich in einem Korridor vor Katibris Zimmer und verfolgte, wie sich die beiden heftig stritten. Seit sie sich das Versprechen gegeben hatten, war der junge Krieger immer besitzergreifender geworden und behandelte unsere Gefährtin, die uns in zahlreichen Kämpfen tapferer als jeder Mann zur Seite gestanden hatte, wie ein unreifes Mündel. Du weißt ganz genau, dass ich kämpfen kann. Du gehst nicht mit. Es wird einen Kampf geben. Trotz deiner Versuche, ihn zu vermeiden. Es sind Goblins. Sie werden nicht mit uns verhandeln. Wenn es einen Kampf gibt, wirst du mich dabei haben wollen. Du bleibst hier und wartest. Ich dulde keine Widerrede. Als der aufgebrachte junge Barbar wenig später in sein Zimmer zurückkehrte, wartete ich dort bereits auf ihn. Trist. Du hier? Schick Bruenor nach mir. Ich bin nicht wegen Bruenor gekommen, sondern wegen Katibri. Ich weiß, dass sie sich mit dir getroffen hat, draußen auf dem Weg, bevor du hergekommen bist. Ich weiß, dass sie jeden Tag dort auf dich gewartet hat. Warum sollte es dich kümmern, wenn ich mich mit Katibri treffe? Was in den neuen Höllen ist los mit dir? Regis hat es mir erzählt. Wie kannst du es wagen? Sie ist meine... Ich wage was? Du sprichst von Katibri, als wäre sie dein Eigentum. Als wäre sie eine Trophäe, die man sich an die Wand hängt. Du gehst zu weit, Dristo-Urden! Und du bläst dich auf wie ein betrunkener Ork. Bevor ich noch recht verstand, was überhaupt vor sich ging, hatte sich der mächtige Krieger mit einem heftigen Schlag seines Kriegshammers auf mich geworfen. Du sprichst zu mir wie ein Vater mit seinem Kind! Nie hatte ich ein solch wütendes Feuer in den Augen des Barbaren gesehen, nie eine solche Verzweiflung. Wulfgar kam aus einem Stamm, in dem die Männer herrschten und in dem Frauen das taten, was ihnen befohlen wurde. Offenbar fiel es ihm jetzt, kurz vor der Heirat, schwer, die alten Regeln seiner Herkunft abzuschütteln. Halt ein! Ich verstehe deinen Unmut, Wulfgar. Doch eins solltest du bedenken. Wenn du die Feuer in Katibri auslöschst, wirst du damit all das auslöschen, wodurch du dich einst zu ihr hingezogen fühltest. All das, was du liebtest. Und was wir alle an ihr lieben. Verlasse diesen Raum, bevor etwas Schreckliches passiert. Was gesagt werden musste, war gesagt. Und da Wulfgars Tonfall keinen Zweifel daran aufkommen ließ, dass seiner Drohung Taten folgen würden, verließ ich ohne ein weiteres Wort das Zimmer. Bruenors Streitmacht von einigen hundert schwer bewaffneten Zwergen schob sich durch die dunklen Tunnel der unteren Ebenen von Mithrilhalle. An der Spitze marschierte der Zwergenkönig selbst, flankiert von mir und Regis, der nur mühsam Schritt halten konnte. Wulfgar und Katibri, welche beide angespannt schwiegen, und Gwenibar, meinem treuen Begleiter, dem schwarzen Panther aus der Astralebene. Heimlichkeit war nie eine Stärke der Zwerge. Kann man so sagen. Mit Sicherheit haben sich die Goblins bereits überall postiert und warten nur darauf, dass wir blind wie die Fliegen in ihre Falle tappen. Aus einem der Seitentunnel stieß Bruenors Feldherr Dagnar zu uns, der etwa 300 Elitekämpfer hinter sich versammelt hatte. Wir sind soweit. Die Goblins befinden sich 1000 Fuß weiter vorne in einer großen Höhle, mein König. Sehr schön. Ihr werdet die Flanken bewachen. Schickt Koppel den Magier und seine Truppen auf die Hinterseite der Höhle, wo sie auf ein Signal von mir warten sollen. Kommt, Männer! Lasst uns mit den kleinen Kriechern reden! Wenige Augenblicke später betrat unsere Streitmacht eine etwas erhöhte Plattform in einer riesigen Tropfsteinhöhle, wo einige Dutzend Goblins bereits auf uns warteten. Die ganze Plattform ist eine Falle. Ganz offensichtlich. Warum sonst sollten die Goblins die sichere Stellung hier oben aufgegeben haben? Ich werde mir die Angelegenheit mal von unten ansehen. Und ich werde mit diesem Ungeziefer ein kleines Schwätzchen halten. Wulfgar, Katibri, kommt mit und haltet mir den Rücken frei. Sehr erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Ich bin Bruenor, König von Mithrilhalle. Na, rede! Was werden Zwerge Galjak und seinen Tausenden anbieten? Tausende? Goblins können nur mit den Fingern zählen. Ich habe leider nicht viel Zeit und wünsche, mit Galjak persönlich zu sprechen. Welcher von euch Hunden ist das? Galjak hinten, bei anderen. Dinin-du-Urden erreichte das heruntergekommene Anwesen an der einsam gelegenen Westseite Menzoberranzans, der großen Stadt der Dunkelelfen,
tief unter der Oberfläche der vergessenen Reiche. Im fahlen Schein des Narbondels, einer magischen Säule in der Mitte der Stadt, die den Wechsel von Tag und Nacht anzeigte, erschienen die alten Mauern des einst prächtigen Hauses in einem traurigen Licht. Das Haus Do'Urden. 1000 Jahre bist du von deinem alten Glanz entfernt. Der düstere Drow-Kämpfer zog seinen Mantel fester um die Schultern und betrat die verlassenen Hallen, die noch Jahrzehnte nach ihrem Untergang nach Tod und Verderben rochen. Kommt herein, Dinin, mein Kala Biel. Ihr habt mich viel zu lange warten lassen. Im Halbdunkel der Empfangshalle saß Jarlaxle, gefürchteter Anführer der einflussreichen Söldnertruppe Breganda Erte, die am Überfall auf das Haus Do'Urden maßgeblich beteiligt gewesen war. Über dem kahlen, von Narben zerfurchten Schädel des Söldners war eine rote Augenklappe gespannt. Das andere, fast weißliche Auge fixierte Dinin mit undurchschaubarer Gelassenheit. Warum habt ihr mich gerufen? Ah, mein Kala Biel, ihr kommt immer direkt zur Sache. Das ist eine Qualität, die ich an euch schätze. Ihr seid ein schlechter Lügner. Weshalb habt ihr mich herbestellt? Der Angriff auf das Haus Vandré ist vorbereitet. Wir könnten zuschlagen. Vergesst Vandré, mein Freund. Ich habe mittlerweile einen viel wichtigeren Auftrag für euch. Ihr meint... Ganz recht, eure Schwester. Eine Steinplatte hatte sich in der Wand geöffnet und spie eine furchteinflößende Gestalt in den Raum. Vierna Do'Urden, eine der mächtigsten und grausamsten Drow-Frauen Menzoberranzans. Sie trug ein rötlich-schwarz schimmerndes Gewand, verziert mit dem Spinnen- und Waffenmuster des Hauses Do'Urden. Ihr tragt die Robe der Hohepriesterin. Damit riskiert ihr... Schweigt, Dinin! Jämmerlicher Wicht von einem Mann! Erschrocken wich mein Bruder Dinin vor unserer grausamen Schwester zurück. Ihr Blick verriet ihm, dass sie sich am Rande des Wahnsinns befand. Ich habe die Gunst von Lord wiedererlangt. Die Spinnenkönigin hat mir den Weg gezeigt. Vierna war immer ruhig und tolerant gewesen. Doch nach dem plötzlichen Ende ihrer eigenen Familie, die den gnadenlosen Ränken der Dunkelelfengesellschaft zum Opfer gefallen war, hatte sie viele Stunden verzweifelt zu ihrer gnadenlosen Gottheit betend verbracht. Drist. Ah, ich erinnere mich. Euer Bruder. Er ist nicht mein Bruder. Verräter am Haus Do'Urden. Verräter an allen Drow. Durch das Opfer von Drist werde ich Lors Gunst wiedererlangen. Werde ich erneut... Ihr klingt wie die oberen Malis. Auch sie begann eine Jagd auf unseren Bruder. Ihr erinnert euch doch an die oberen Malis, Vierna. Mit Genugtuung erkannten die beiden Männer, wie Vierna durch diesen Namen tatsächlich wieder zur Besinnung zu kommen schien. Malis, unsere Mutter und die Oberin des Hauses Do'Urden, war letztendlich vernichtet worden, weil sie versagt hatte, mich zu töten. Ob ich mich erinnere? Ob ich mich erinnere? Nun, Dinin, mein Kala Biel, ihr versteht, warum ich euch hergerufen habe. Ihr wünscht, dass ich sie töte, bevor sie zum Problem wird? Was sprecht ihr da? Wishia! Auf die Knie, jämmerlicher Lakai! Wie ihr befehlt. Die mächtige Priesterin hatte Dinin wie einen leblosen Strohsack gegen die Wand geschleudert und ihn, Kraft ihrer Gedanken, in die Knie gezwungen. In ihren Augen loderte jetzt der pure Wahnsinn. Wenn ihr gegen mich seid, verliert ihr Lors Gunst. Und mit der Macht von Lors Segnungen für meine Zauber und Flüche seid ihr mir hilflos ausgeliefert. Das Letzte, was wir über Drist hörten, besagte, dass er sich auf der Oberfläche befindet. Allen Berichten zufolge ist er immer noch dort. Das ist er. Oh ja. Denn Lors hat mir den Weg zu ihm gezeigt. Ich weiß, wo sich Drist verborgen hält. Und glaub mir, ich werde ihn finden. Ich werde ihn finden. Fast 3 Jahrzehnte waren vergangen, seit ich mein Heimatland verlassen hatte. Ein kurzer Zeitabschnitt für einen Drow-Elfen, aber eine Periode, die mir wie eine ganze Lebensspanne erschien.
Alles, wonach es mich immer verlangt hatte, als ich die dunklen Höhlen von Menzoberranzan verließ, war eine wahrhafte Heimat gewesen. Ein Ort der Freundschaft und des Friedens. Und obschon ich all dies an der Seite des Zwergenkönigs Broenor Heldenhammer in den unterirdischen Stollen von Mithrilhalle gefunden hatte und so großartige Gefährten wie Katibri, Wulfgar und Regis meine Freunde nennen durfte, sehnte ich mich doch immer noch nach etwas anderem. Dem Gefühl des Windes, der einem um den Kopf streicht, wenn man eine Straße beschreitet, von der man nicht weiß, wo sie enden wird. Da bist du ja, Dristoorden. Oh. Wie ist es dir in Silbrigmond ergangen? Ich war gerade von einer meiner zahllosen Reisen zurückgekehrt, als mich im Morgengrauen Katibri, das menschliche Adoptivkind Broenors, an den südlichen Ausläufen des Grats der Welt willkommen hieß. Die wunderschöne junge Frau lachte mich an und ihre kastanienbraunen Locken tanzten im Wind. Ihre tiefblauen Augen glänzten wie Edelsteine in reinem Morgenlicht. Komm, setz dich zu mir. Siehst du dir oft an, wie die Sonne aufgeht? Ich habe die Morgendämmerung seit meinen ersten Tagen an der Oberfläche beobachtet. Es steht fest, dass du in das Sonnenlicht gehörst, Dristoorden. Ebenso sehr wie jedes Mitglied irgendeiner anderen Rasse. Ich bin die letzten Tage oft gekommen, um nach dir Ausschau zu halten. Hast du mir etwas mitzuteilen? Ich werde es dir nicht verzeihen, wenn du meiner Hochzeit fernbleibst. Wie kannst du auch nur einen Moment lang zweifeln, dass ich nicht daran teilnehmen werde, selbst wenn alle Trolle des ewigen Moores zwischen mir und der Zeremonie stünden? Katibri? Ist alles in Ordnung? Natürlich. Ich hatte keine andere Antwort erwartet. Ich blickte in die Augen meiner schönen Gefährtin und las ein unendliches Bedauern. Was waren diese weiblichen Geschöpfe doch sonderbar? Las ich dort Zweifel an ihrer Liebe zu Wulfgar, dem mächtigen Barbaren, der uns auf so vielen abenteuerlichen Reisen als treuer Freund begleitet hatte und den Katibri in wenigen Wochen heiraten würde? Oder war es einfach nur die Angst vor den neuen Aufgaben, die mit der Hochzeit auf meine Freundin zukommen würden? Was auch immer mir da aus der Tiefe ihrer Seele entgegenblickte, es sagte mir deutlich, dass schwierige Zeiten auf uns zukommen würden. Ihr habt dem Menschen unser Geschenk überbracht, ja, Laxle, mein treuer Söldnerführer? Genau wie ihr befohlen habt, Vierna. Der Mensch hat den Ohrring erhalten. Meine grausame Schwester Vierna stand in dem geheimen Hauptquartier der Söldner und hielt ein flaches, scheibenförmiges Objekt in die Luft, welches mit magischen Zeichen beschrieben war. Es ist kalt. Also hat sich unser Spion bereits weit von Menzoberranzan entfernt. Hoffen wir, dass sich der Mensch als ein so wertvoller Informant herausstellt, wie ihr glaubt, liebe Schwester. Was wollt ihr damit sagen, Dinin? Nun, er ist nur ein Mensch. Was kann er uns schon nützen? Los, selbst hat mich zu ihm geführt. Los, die mir den Weg zeigte, wie die Ehre meiner Familie wiederhergestellt werden kann. Zweifelt ihr etwa an unserer mächtigen Gottheit? Wir bezweifeln gar nichts. Die Goblins dort unten werden bald Kontakt mit den gierigen Zwergen aufnehmen. Meine Späher sind bereits auf ihren Posten. Wenn euer Bruder bei der unvermeidlichen Schlacht auftaucht, werden wir es erfahren. Ich hoffe nur, dass die Goblins Drist nicht töten. Niemals! Wir wissen, dass mehr als 1000 Zwerge diesen Komplex bewohnen. Vielleicht sogar 2 oder 3-mal so viel. Der Goblinsstamm wird zermalmt werden. Aber die Zwerge und ihre Verbündeten werden einige Verluste erleiden. Nicht Trist! Kein Goblin wird Trist töten. Keine Goblinwaffe könnte auch nur in die Nähe seines Körpers gelangen. Seht ihr ja, Laxle. Es wird alles so kommen, wie ich vorausgesagt habe. Haltet euch für weitere Befehle bereit. Ihr hättet dies alles gern hinter euch, nicht wahr, mein Freund? Ihr musstet euch meinem Bruder Driss noch nicht stellen. Er ist nicht von dieser Welt. Furcht, Kalabir? Ihr solltet auch eure Schwester fürchten. Sollte ich? Ja? Sie ist nur Schatten und Rauch gegen meinen Bruder. Er ist ein Dämon. Aber das werdet ihr sicher bald selbst herausfinden, ja, Laxle? Ich bin immer für etwas Amüsement zu haben, mein lieber Dinin. Aber kommt, wir sollten die Nerven eurer Schwester nicht unnötig reizen. Es gibt noch einiges zu tun. Ha, da ist er ja, unser herumstreichender Dunkelelf.
Ich hab dir doch gesagt, dass er pünktlich zu deiner Hochzeit zurückkehrt, Katifri. Ich grüße dich, König Broenor von Mithrilhalle. Was sollen diese Formalitäten? An meine Brust, du Landstreicher! Eigentlich hatten wir mit dir nicht mehr gerechnet. Ich hoffe...